you feel the dragon fire? Also ich bin übrigens schon der Gewinner des Budokai Tenkaichi. Ach du Scheiße. Ja. Des 32. großen Kampfsportturniers. Ich hab's gewonnen. Sankt. Und Piccolo hat jetzt Fußpilz. Eje. Ich hab eine Schnarke gestochen. Hast du wenigstens zurückgebissen? Nein. Er hat nicht zurückgebissen. Hallo Tobi. Den hast du auch zurückgebissen? Ja. Hallo Tobi. So, wir haben heute eine relativ breite Auswahl, was wir zocken können, aber es ist alles Strategie. Ach, da macht Tobi nicht mehr lange. Eingehende Werbung, Unterbrechung. Ach du Kacke. Werbung beginnt in 40 Sekunden. Ach Twitch. Kann ich jetzt forcen, theoretisch? Oder ist ein Fehler aufgetreten? Bitte versuchen Sie später mal. Toll, Twitch. Es sollte explodieren. Jetzt haben die Funktionen eingefügt, die nicht mehr funktionieren. Ja, des Einfügungswillens. Ach, der zuckt noch. Der ist noch frisch. So. Uff. Battle.net noch starten. Nicht vergessen. Dungeons 4 soll noch dieses Jahr rauskommen. Dungeons Tempest 4. Rising steht noch nicht fest, wann das rauskommt. Homeworld 3 2024. Oh, das wird lecker. Die nächste Zeit Strategie-Games ist erstmal gesichert. Sehr gut. Ach ja, und Northgard, neuer Clan. Oh Gottes Willen. Ja. Ich glaube, das war hier der Hermelin. Wo habe ich Northgard hingeschmissen? Hast du den Titel geändert, warum jetzt bei dir Werbung läuft? Nö. Aber ist noch nicht raus, der Clan. Der neue. Ich will trotzdem sehen, ich habe schon so viele Clans verpasst. Ich habe damals den Lux nicht wirklich mitgekriegt und den Eichhörnchen nicht wirklich mitgekriegt. Der Lux ist geil. Es gab's noch Dinge. Stier. Den habe ich mitgekriegt. Das war der Bud Spencer in Nordisch. So kann man es auch nennen, ja. Dann den Falken. Igel. Falke habe ich nicht. Eichhörnchen. Eichhörnchen auch. Krake. Nicht wirklich. Ratte Krache. Auch nicht. Doch, Krake habe ich noch mal gekriegt. Drache auch. Doch. Snake, Horse. Es war Lux, Eichhörnchen, Ratte und Adler, die ich nicht mitgekriegt habe, wirklich. Ja, die brauchen keine Tobi. Boah, sehen die lecker aus. Ne? Aber das sind doch bei Kuni nur so dünne Stelzen, ne? Da wirst du doch nicht schon satt. Ja, leider steht noch für den kein Termin fest, aber sie sagten, es soll bald passieren. In einem Update. Ui. Herr Merli. Die Scheißschnark hat mir auf die Handfläche gestochen. Das ist scheiße. Genau da, wo meine Hand auf der Maus aufliegt. Das ist. Ah. So, jetzt müssen wir uns nur noch entscheiden, was wir zocken. Command & Conquer. Remastered. Oder welches? Ja. Ach du Scheiße. Remastered ist nicht ganz. Oh, Name. Kriegt man schon. Ich muss Tobi hauen. Danke dir. Vielen lieben Dank, Tobi.
Was hat denn jetzt schon wieder jemand? Der Schlingel. Der hat Lupi verschenkt. Er hat Lupi verschenkt? Der hat Lupi einen Sub geschenkt. Ach so. And Conquer. Ich wollte schon sagen, ja, hallo. Einfach Lupi verschenkt. Geht doch gar nicht. Danke, Tobi. Der rastet ja aus und es ist noch nicht mal September. Hallo, Dönchen. Hallo, Dönchen. Ich glaube, Tobi hat irgendeine alte Oma überfallen. Danke, die arme Oma, die jetzt ihre Rente los ist. Danke, Tobi. So, zuletzt gespielt am 22. August 2020. Mit dir damals noch. Ja, 106 Minuten. Ach, Tobi. Vielen, vielen lieben Dank. Was willst du davon machen? Das erste oder das Red Alert? Ich habe das linke genommen, also das erste, glaube ich. Ist knackig. Krieg mal hin. Toni, du hast keinen Sound für die Alerts. Doch, hab ich. Ich glaube, dann werden sie nicht übertragen, aber es könnte sein, dass momentan ein API bzw. ein Authentifikationstoken-Problem herrscht. Das wäre blöd. Licht, Kamera, Action. Geht doch. Kurz nachgucken. Explosion, die waren damals wichtig. Ja, die Tokens sind ausgelaufen. Explosionen, wir brauchen mehr Explosionen. Ich muss kurz den Bot anmelden. Twitch-Bot, nein, das bin nicht ich. Du sollst den Bot anmelden, nicht Kuna fast anmelden. Mehr Spieler muss. Mehr Spieler. Das ist mein schlaues Büchlein mit dem Passwort. Was ist mein Büchlein? Da. Nehmen wir mal was relativ Gleichmäßiges, dann wissen wir auch ungefähr, was hier abgeht. Regeln. Geschwindigkeit ist okay, Technologie auch, Starteinheiten kommen. Kapital habe ich extra ein bisschen höher geschraubt. Tiberium-Wachstum ist hoch. Superwaffen erlaubt. Ich habe keinen Plan von dem Spiel. Ich habe es befürchtet. Ich muss es mal meinem Bot anmelden. Und ich kriege eine E-Mail. Nein. Ist toll, wenn man alles mit Zwei-Faktor-Authentifikator hat. Ist gut. Aber manchmal auch schnell. Wo ist mein E-Mail? Machen wir alle auf random. Da wissen wir wenigstens nicht, was wir kriegen. Sehr gut. Du sollst auf das Konto wechseln. Danke. Twitch-Anmeldecode. Ich will endlich meine Grafikkarte haben. Die gammelt seit gestern 6 Uhr morgens hier in der Stadt. Und seitdem hat die keiner mehr angerührt. Der Lobbycode ist 5687. Ich komme. Erscheint recht. Oh. Ja, toll. Mein Bildschirm startet erstmal neu. Braven Bildschirm. Was ein toller Bildschirm, danke. Oh, schöner Sound. Ich höre Dinge. Alarm! Alarm! Tobi ist geil.
Jetzt mit Corona weiß der an. Ach du Scheiße. Hör auf, Kara. Zwei Wochen lang, ne? Zwei Wochen lang habe ich die schlimmsten Blähungen meines Lebens gehabt. Ich bin sofort bei dir. Sorry. Und das Schlimme ist, Lotte stand neben mir. Ich habe einen ausgeklinkt. Der hat gerochen bis sonst für ihn. Sie guckt mich entsetzt an, aber ganze Zeit. Alter, dein Herz. Boah, nee, nicht wirklich, oder? Und dann ist sie erst ins Wohnzimmer geflüchtet. Und sie ist eigentlich schon verdammt viel gewohnt. Das ist das arme Tier im Leben. So. Wie join ich die? Jetzt können wir schon online da. Join. User. Was war dein Code nochmal? 5687. Du bist Team 1. Und ich würde dir erstmal Anfang GDI empfehlen, weil zum Einsteigen ist das definitiv angenehmste. Wer ist GDI? Du, aktuell. Achso. Der Falke ist GDI und das rote Symbol sind, ist die Bruderschaft von Nord. Sehr schön. Wenn du bereit bist, würde ich starten. Ich bin bereit. Das weiß ich, aber bist du auch bereit? Ja. Sehr schön. Weißt du, die Mehrspielerpartien gingen damals nicht so sauber. Okay. Das waren dann immer Gefechte auf Leben und Tod. Ja. Ich bin tot. Wird gebaut. Leider nicht möglich. Es wird bereits gebaut. Mensch, Mensch, was tust du? Vergiss nicht, die Raffinerie zu bauen, ist wichtig. Ich weiß nicht mal, wie ich baue. Ich hab ein MCV, was ist das? Ein was? MCV. Mobiles Baufahrzeug, das musst du aufstellen. Wie, mit welcher Taste? Einfach nur Doppelklick drauf machen, sofern keine Einheit in der Nähe ist, die sie blockiert. New construction options. Ready and wait. You got it. Right away, sir. Der Computer hat mich. I got you. Danke, Computer, du bist wahr. Ach du. Building. Yes, sir. Roger. Construction. Ich erbreche auch. Was? Command & Conquer, meinst du, Dungeon? Yes, sir. Moving out, permanent. Moving out. Right away, sir. Reporting. Ah, sehe ich die ganze Karte? Beziehungsweise tendenziell sehe ich die ganze Karte, aber ich kann halt auch bei dir ein bisschen gucken. Ja. Bau erstmal ein Kraftwerk. Hab ich tatsächlich. Dann platzieren. Dann baust du als nächstes erstmal die Kaserne. Dann kannst du nämlich schon einzelne kleine Einheiten bauen. Dann kannst du, während du, wenn die Kaserne fertig ist, dann direkt die Raffinerie. So, ich habe mal. Müsstest du wahrscheinlich auch bekommen haben, den Effekt. Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Ich sehe die ganze Karte sichtbar? Ja.
Ja, der Effekt, den habe ich freigeschaltet. Enemy Structure. In rechts oben orange. Bitte. Du solltest vielleicht deine Bodensoldaten an dem Eingang platzieren und hast dann zum Vorteil, dass du sie auch im engsten Raum erwischt hast. Yes. Ich habe die NPC so eingestellt, dass sie erstmal gegeneinander kämpfen. Sehr gut. So hast du jetzt erstmal eine Chance, dich auch vernünftig einzuspielen und überhaupt die Grundlagen hiervon zu verstehen, obwohl sie eigentlich ja nicht so schwer sind. Aber wenn man diesen CNC-Teil wirklich als allererstes mal zockt, ist ein bisschen schwer zu verstehen. Weil die Art und Weise, so wie das hier gemacht wurde, war das allererste Mal überhaupt. Warte mal, welche Taste war das? F6? Nein. H? Nein. G? Building. Unit ready. Welche Taste war das nochmal? Building. Unit ready. 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 Building. Yes, unit ready. Building. Yes, unit ready. Klappt das hier nicht? Building. Wo ist noch Building. Ich kann gar nicht den ready. Ansichtsmodus ändern. Unit drück mal bei dir mit der Space, ob das dann pixelig Building. Wird. Nein. Unit ready. Gut, dann geht es um die Player nicht. Nee, bleib mal deine Jungs unten. Ich kann mich hier gut verteidigen. Construction complete. Da muss ich echt keine Sorgen machen. New construction options. Building. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, auch einen zweiten Sammler zu bauen, sofern du eine Fahrzeugfabrik hast. Building. Und dann auf jeden Fall hier ein paar Wüstenjäger und Panzer und dann stehst du eigentlich schon ganz gut da. Building. Aber bei den Bodeneinheiten, bei Panzern, die auf dich zukommen, aufpassen. Okay. Die können deine Einheiten in Massen überfahren, wenn sie das richtig anstellen. Unit sehr ready. Der NPC ist echt ein Arsch, der macht das auch. Sehr gut. Das ist der Grund, warum ich bei mir mittlerweile auch hier oben Kampftürme habe. Das sind zwei Raketentürme und ein G-Turm. Und damit kriegst du eigentlich ziemlich gut was weg. So, jetzt habe ich ein Wüstenfahrzeug, das ist schon mal schön. Dann kann ich schon mal nach Kisten ausschauen. Meine finanzielle Lage vielleicht verbessern oder das Fahrzeug in die Luft jagen, eins von beiden. Mit STG 1 bis Schlag mich tot, weißt ja, kannst du Kontrollgruppen. Genau. Building. Ah, schön. Was hast du da bekommen? Unit ready. Falls du irgendwo bei dir in der Base oder so eine braune Kiste siehst, kannst du looten. Hab ich, glaube ich, schon aufgehoben. Building. Insufficient. Oh, insufficient funds, fuck. Tja, ich hab gerade einen Wüstenjäger verloren. Nein. Command and Conquer Remastered beinhaltet Command and Conquer Tiberium Konflikt. Und Alarmstufe Rot mit sämtlichen DLCs oder beziehungsweise damals Add-ons. Das heißt Operation, nicht Operation Firestorm, das war der Gegenangriff, der Vergeltungsschlag und noch einer. Und wenn man Alarmstufe Rot spielt, kann man mit einem kleinen Trick
die Bonusmission freischalten. Eine ganz bestimmte Stelle hinklicken und dann kannst du gegen Ameisen kämpfen. Sehr schön. Ja, du lachst. Das war damals der Hit. Ich will auch Ameisen bissen. Der GDI-Fuzzi da oben wird klein gehalten und der Nord ist einfach nur nervig. Ich hab einen Helikopter. Helikopter, Helikopter. Du schießt. Schieß Helikopter. Du schießt nicht. Ein paar. Warte mal, hast du den Landungshelikopter da? Keine Ahnung. Nee. Der heißt Orca, das ist ein Raketenwerfer. Sehr gut gegen Gebäudefahrzeuge, schlecht gegen Infanterie. Der Hubschrauber von den Nord ist dagegen mit einer MG ausgestattet. Der ist also sehr gut gegen Infanterie und kann auf Gebäude recht was haben, Schaden zu fügen. Oh Gott, der überfährt mich. Ich hab mich vorgewandt. Aber ich dachte nicht, dass er mit dem Ressourcentypen. Ja, mit dem macht er das am liebsten. Pass auf den Obelisk von Nord auf, der ist sehr, sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Kara, wir können bald Warhammer 3 suchen. Ich hab neue Karten. Ganz ruhig, Kara, machen wir keine Hektik. Tobi hat endlich eine Grafikkarte und Kuli hat eine neue Grafikkarte. Silos needed. Silos needed? Ja, man kann nicht unendlich Tiberium lagern, ohne passende Anzahl an Silos. Zum Bau. Wo ist mein Baumenü hin? Achso, da. So, ich hätte gerade auch schon nach Kisten, aber ich finde irgendwie keine. Ich könnte eine kleine Finanzspritze gebrauchen. Building. Übrigens, wenn du mit Marines über Tiberium läufst, platzen die dann irgendwo nach. Hm, hab ich vorhin gemerkt, sag mal. Wurde vom Baum angegriffen. Ich dachte, es war der Baum gewesen, aber es war das Tiberium. Ach du Kacke, die gegnerische Base ist so groß. Cannot deploy here. Ah, jetzt kann ich ihn bauen. Right strata minimap. Building. Repair Facility hört sich sehr gut an. Bestätigt. Geht schon, Klausche. Ich hole gerade mein 17. Construction complete. New construction. Jetzt habe ich eine Menü hier. Das ist schön, danke. Building. Sache, mein das Geile ist, dass sich der Grüne hier sein eigenes Baufahrzeug die Fahrroute zugestellt hat. Das kann auch flippen. Construction complete. New construction options. Yes, sir. Yes, sir. Mal reparieren hier. Yes, sir. Silos needed. Silos needed to repairing. Building. Construction complete. Mein Brett ist so groß. Mein Brett ist groß. Was für ein Brett, Tobi? Hat er das Spiel da wieder mit seiner Morgen gehabt? Yes, sir. Moving out. Das ist gut. Repairing. Zeichending.
Ja, Nordoberlesken sind schon zornig und der hat 5, 6, 7, 8, 9 dort stehen. Also, das kann schon tendenziell problematisch werden. Building. So, jetzt frage ich mich aber eins. Wo? Building. Yes. Silos needed. Okay. Strongest of Vehicles in Structure. Wieso macht das denn nichts gegen Vehicle? Ach da. Orca, yes, mach. Guck mal, was gerade bei mir ist. Oh, du Scheiße. Die haben AA. Und hier hätten sie auf Klo gehen. Building. Die haben Anti-Aircraft. Repairing. Was ist? Yes, sir. Leider nicht möglich. Es wird bereits. Repairing. Der Computer provoziert mich. Das kann er gut. Yes, sir. Affirmative. Unit ready. Unit reporting. Unit ready. Affirmative. Moving building. Jetzt kommt der auch mit seinen Orcas angeflogen. Wie Kara, du heiratest? Ja, Kara heiraten. Unit ready. Building. Welche von den beiden, direkt oder die linke? Yes, sir. Yes, sir. Moving out. Ich hab einen RPC, das war Bruder vom MPC. Building. Das ist von Strongest All Units, das gefällt. Building. Yes, moving out. Unit reporting. Yes, sir. Yes, sir. Mir war drüber fahren. Ja, drüber fahren. Was mit den Grünen passiert? Der hat aufgegeben, weil ich sein Haupthaus sehr stark beschädigt habe. Ich will drüber fahren. Ich fahr drüber, ja, drüber. Ja, drüber fahren, drüber fahren. Ganz ehrlich, da krieg ich lieber in die Base. Ich hab die auch drüber fahren. Unit lost. Unit lost. Reggie, du fahr die einfach. Was ist? Ja, so gehört sich das auch. Und die Orcas machen nichts. Ork, geh mal. Player 3 has been defeated. Reito. Ich will über... Unit reporting. Moving über Blattmaße. Vom 5. bis 10. nimmst du die Orcas. Units lost. Deine Orcas sind dort gelandet und sterben gerade. So landen sie da. So greifen weil die an. Weil du sie da zum Landen geschickt hast. Ah, jetzt greifen die an, brave Orcas. Construction complete. Building. Und wo sehe ich, wie viel Strom ich mache? Das siehst du an dem grünen, gelben Balken. Okay. Von deinem Baumenü links. Wenn du mit der Maus rüber gehst, siehst du, wie viel von wie viel. Danke dir. Repairing. Repairing. Preparo. Unit ready. Da kommt er mit dem ganzen Mammuts und Orca. Construction complete. Ion Cannon charging. Ion Cannon charging? New construction options. Oh.
Ich meine, was Star Wars. Wenn du die zweite Satellitenzentrale gebaut hast, kannst du sowas. Insufficient power. Ja, bei Star Wars gelandet. Okay. Construction complete. Building. Funky Musik. Unit ready. Building. Repairing. Unit ready. Building. Was macht Wusel da oben schon wieder? Das sehe ich. Yes. Boah. Yes. Instruction complete. Yes. Unit ready. Building. Orkalea Orca zurückfliegt? Ja. Orca landen. Orca aufgeklickt. Die Arme gehen. 216 mal 30. 11. Gibt's hier keine Taste für Dingens, wie heißt das, Attack Move? Dass die das nächste, sich wohin bewegen und das nächste Dingens Nein, angreifen? Das gab's zu dieser Zeit noch gar nicht. Nice. Nichts für faule Kugeln. Genau. Sehr schön. Ah, du hattest drei Sammler, ne? Ich hatte 1000, ich habe keine Ahnung, ich habe sehr viel gemacht. Ich habe Sammler gespammt. Am Anfang, bis ich wieder gemerkt habe, dass ich kein Geld mehr habe. So, host. Ja. 6795. Ich muss sogar Code eingeben. Jetzt will ich wieder Werbung beidrücken. Die Werbeunterbrechung endet in 24 Sekunden. Toll. Ich muss noch Team 1 machen. Ja. Sehr schön. So, das passt. Jo. Ich das gerade nicht. Weil er startet nicht. Wieso bin ich unready? Ich war gerade noch ready. Hast du irgendwas kaputt gemacht? Nee, du hast das Team gewechselt. Und dadurch wurdest du unready. So, da, dass kein Bildschirm hat, ist es jetzt unter meinem Schreibtisch. Ey, ey. Yes, acknowledge. New construction options. Moving out. Right away, sir. Building. Reporting. Moving out. Affirmative. Ready. We got it. Construction complete. Yes, sir. New construction options. Building. Yes, sir. Affirmative. Moving out. Moving out. Construction complete. New construction options. Building. Reporting. Moving out. Affirmative. Construction complete. Reaching out into moving
together. Na komm, machen wir noch ein Kraftfeld. Cannot deploy here. New construction options. Building. Waiting order. Roger. Affirmative. Right away together. Roger. Unable to comply. Building in progress. Construction complete. New construction options. Was explodiert denn da schon wieder? Wieso ist mein Sammler, der ist gespawnt, ist halb tot? Oh. Wo ist denn der reingefahren? Nein, der wurde angegriffen. Building. Construction. Wieso sammeln complete. Die immer so weit weg? Warum nicht direkt an der Base? Die Logik war damals nicht so gut. Okay. Building. Yes, sir. Moving out. You've got right away, sir. Das Grafikdisplay hat bei den da. Affirmative. You've got it. Affirmative. Moving out. Affirmative. Construction complete. So, danach bauen wir das Flugfeld. New construction. Ich sehe Sachen. Ich habe diesmal Nord genommen. Hast du genommen die andere Nation, oder? Ja. Yeah. Die Bruderschaft von Nord. Building. Ja. Reporting. You roger. Das ist Lupina Ara. Construction complete. Yes. So, ich kann mir ganz kurz noch einen Schmerz. Cannot deploy here. Ja, okay, here. Okay. Building. Construction complete. Building. Reporting. Moving out. Permitting out. Orca, beweg dich. Ah, mir sau, beweg dich. Oh, mein Orca läuft durch schwarzes Feld, da deckt's nicht auf. Klepp. New construction options. Oder Plefkoni, kann auch sein. Building. Ready and waiting, moving out. Building. Unit ready. Not. Building. Nope. Insufficient funds. Insufficient funds, ja, du mich auch. Chaco. Hello there. Thank you for the follow. Ich höre keine Alerts. Ich bin taub. Ich bin taub, ist das hier? Yes, sir. So, und jetzt erzählst du uns mal was, was wir alle nicht wussten. Ja. Wieso habe ich eine Enemy Structure in meiner Base? Weil wahrscheinlich ein Ingenieur in deine Base gelaufen ist und hat das einfach übernommen. Our base is under attack. Wieso wird meine Base angegriffen? Wieso? Ich würde es auch tun. Meine Base. Low power. New construction. Dobi, mach was. Building. Ja, baut doch ein Ingenieur und baut. Das sind Unit ready. Viecher rausgespawnt. Building. Unit ready. Yes, waiting order. Yes, sir. Unit ready. Cool. Kiste. Yes, morning. Got it. Unit lost.
building. Schau dir schneller. Tobi! Ready and waiting. Yes, sir. Wieso Dredgy Podracer? Das sind Not-Mods. Not-Mods. Ja. Bikes mit Raketenwerfern dran. Construction complete. Low power. Low power, du mich auch. I got power. I got the power. Building. Yes, sir. Roger. Unit reporting. Affirmative. Kann ich die vielleicht manuell? Vehicle reporting. Construction seid ihr, complete. Seid ihr so schlau oder seid ihr so doof? Die sind so schlau, sehr gut. Ja, Tobi, meistens. 22 Zoll, so groß sind meine Bildschirme, meine normalen. Geht doch nicht. Aber 22 Zoll sollte nicht mehr als 150 so in dem Dreh kosten. Mhm. Dann haben, glaube ich, 90 kostet es rum. Building. Waiting order, yes? Ich habe ein Barcode. Construction complete. Was? Nicht bei Grafiktablets. Nee. Der Sammler kommt gar nicht wieder. Langweilig. Der überfährt wieder alles. Da ist ein Orca. Sind zwei Orcas. Gönn dir, Rich. Was brauche ich? Silos needed. Was brauche ich? Web Factory. Building. Silos wären auch nicht gut. Ich hab. Das hatte ich schon vorgelesen. Flucht! So. Flüchtet, meine Fahrzeuge flüchtet. Ich will auf der Karte zeichnen für dich. Zeichnen. Was hast du denn der für Laser? Was hat denn der für Laser? Sehe ich, Wusel. Obelisk of Nord heißt er. Ah. Das ist das Buch in Dingens, der eigentlich hingeschrieben hatte. Building. Construction complete. Building. Construction complete. Building. Cannot deploy here. Building. Ion cannon ready. Tobi macht einen auf Sauron. Construction complete. Unit ready. Tu ihn hier rein. Was? Yes, sir. 3000 Zacken brauche ich. Construction complete. Easy. Ach, du sagst easy. So easy ist das gar nicht. Doch, du. Tun sie hier erstmal eine Reparaturplattform bauen. Entschuldigung. Ah, das ist schon gut. War heute ein bisschen früh wach. Ich hab ganz 2,5 Stunden geschlafen. was brauche ich noch? Haben die mein Helipad gemacht? Ja, die haben mein Helipad kaputt gemacht. Ah, sieht's. Construction complete. No, man, das ist schon Comms, Advanced Comms Center. Repair Facility. Building. Facility.
finde die Sammler toll. Sonst wie Ameisen. Was hat der jetzt für ein Flugzeug? Construction complete. Das ist ein Transportflugzeug, das bringt meine Einheiten. Wo schmeißt du deine Einheiten hin? Da, wo bei mir das Flugfeld ist. New construction. Beim vorderen Obelisk, der dran schießt. Sehr schön. Ich sehe die Karte noch nicht ganz. Yes, sir. Alle tot. Sie sind tot schon. Hallo, Tio, wie geht's dir? Hallo, Tio. Oh. Piu, piu. Building. Piu. Machen wir mal anders. Bomben und zweite Raffinerie, würde ich sagen. Unit ready. Building. Hallo Khan, wie geht's dir? Hallo Khan. So. Khan. Unit ready. Construction complete. Unit reporting. Moving out. Na, Schmerzen, aber ist ja wie immer. Und müde. Ja. Also als wie immer. Auch wie immer. Ja. Geh aus meinem Kopf raus. Yeah. Yes, vehicle recorded. Yes. Construction complete. So, also jetzt muss ich sagen, ich liebe den Laser. Mhm. Das coole ist, es gibt ja noch CNC Renegade. Da spielst du selbst die Einheit. Oh, das ist cool. Du musst die gegnerische Basis vernichten. Kann auch sehr lustig sein. Khan fragt, wie es dir geht, Kuni. Ah, geht so. Lungen. Feuchtigkeit, viel Regen. Mag ich nicht. Mag die Lunge nicht. Zurzeit viel schlafen. Yes, sorry. 15 bis 20 Stunden am Tag am Schlafen. Wieso sind meine Gebäude unsichtbar? Hm? Meine Gebäude sind unsichtbar. Da hat wohl jemand eine Kiste aufgenommen, die Tarnung hatte. Als Area-Effekt. Aber falls es dich beruhigt, ich habe Fahrzeuge, die sind getarnt. Nice. Building. Einer meiner Harvester ist jetzt unsichtbar. Toll. Ist doch gut. Wird er nicht so leicht entdeckt? Hm. Building. Unable to comply. Building in progress. Construction complete. Building. Unterleibschmerzen. Nee, das muss nicht sein. Muss nicht sein. Devi! Holla! Unit ready. Schließ mal schnell. Holla! Building. Peter beim Frost. Yes, sir. Devi. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Moving out. Grande. Rebel! Oli! Entweder hast du jetzt Rebel ready. Oder Oli? Was? Ein das ist Hi, hallo. Das hab ich mir gedacht. Oh, wie ist kalt. Unit ready. Ich glaube, Tobi ist kaputt, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Was hast du Tobi zum Essen gegeben, Wusel? Yes, sir. Ich? Du bist schuld. Seit wann? Weiß ich nicht. Ich bin dafür, dass ich dagegen bin. Ja, mach dich fertig, dich. Tobi. Unit reporting. Yes, sir.
sir. Affirmative. Danke, Dito. Vielen Dank, du. Oh, ich hab das gemacht. Der hat schon 3 Subs geschenkt. Ja, da bin ich unschuldig. Ja, nein. Doch. Niemals. Kann ich streamen, vor das Haus ist. Du vorhin schon durch die Gegend schreien, dass die Ruhe sei. Tobi! Wow, nur weil die Fahrzeuge nicht da lang kommen, fackeln sie erstmal ein Gebäude ab. Ist schon klar, MacGyver, ne? Grande Day. Silos needed. Oh, Silos needed. Hoppla. Reggie, brauchst du ein bisschen was? Ich hab 10.000. Ja. Construction complete. Würde ich nicht nein sagen. Building. Kahn, vielen Dank für den Follow. Und ich höre nix. Was habe ich mit den Alerts gemacht? Elkunus Taurus. Grande Liceola. Das wird ganz Mexikan, aber. Yes, sir. Yes, sir. Building. Die Humans an der Wand Challenge. Klappe geht klar. Normal ja, aber in dem Fall ist das ein Flammenpanzer. Das musst du. Achtung, ein Flammenbau oder was? Boah, da gucken wir. Die Flammenpanzer sind einfach toll. Ja, da ist er nicht damit. Hast du das verstanden? Yes, sir. Yes, sir. So, der Rote ist down. Den zum Alarm habe ich gehört. Den habe ich auch. Danke, du. Übertreibung bitte nicht. Bitte. Building. Unit ready. Building. Der macht mich wieder. Danke, du. Immer Fehler zu ihnen zu sagen, hör bitte auf. Das ist ja fast so wie, bitte, gib mir all dein Geld, los. Nein. Haben jemals die Verneinungen auf Twitch irgendetwas gebracht? Unit ready. Nein. Building. Besser aber wenigstens nicht. Unit lost. Reggie kam halt eine Grafikkarte und dreht er durch. Building. Was für einen Einfluss haben Grafikkarte heutzutage? Also die machen die Grafik und dann machen sie die Grafik und die machen Tobi kaputt. Tobi war schon immer kaputt. Noch mehr als sonst. Unit ready. Building. Unit ja, SLI ist halt nicht immer eine Lösung. Oder am Talk. Ich hab theoretisch 2 Grafikkarten-Slots, aber nein, das lass ich. Wenn man ganz genau nimmt, wenn jemand jeder das für ein vernünftiges Board holt, hat er sogar 3. Ui. Was machen wir mit so vielen Grafikkarten? SLI-Verbund. Aber die. Mikro-Regler, genau. Silos needed. Also. Braucht man das bei den heutigen Grafikkarten noch? An sich nicht. Das
glaube ich, einfacher, sich einfach eine bessere Grafikkarte zu kaufen, oder inzwischen? Es ist nicht nur einfacher, es ist auch zeitdienlicher, weil Mikrorückler sind halt scheiße. Sag mal, lieber Speer. Ich hab gerade einen scheiß Müdigkeitsschub, ne? Dafür hab ich Energy. Während ich ihn gehe, glaub ich, bringen wir auch noch einen. Als Pulverform rumfliegen. Kein Energy wirkt mir ja Wunder, deswegen mögen es meine Ärzte, wenn ich Energy nehme. Weil das, dann hab ich keinen. Dann hab ich mal einen normalen Blutdruck. Kaputt! Du willst nicht jetzt mal sehen, Blutdrücke, ich teilweise kriege die Krise. Ja, ich sehe schon kommen, wenn du an Blutdruckmessgerät sitzt und der misst, dann denkt er sich wahrscheinlich so, scheiße, ich muss die Werte manipulieren, sonst bildet der noch als lebendige Leiche. Ja. Ich hab glaube ich mal 70, 40. Wie lebt man so? Ach, 60 hat sich ihm auch getan. Ich weiß es nicht. Wenn ich Energy trinke, habe ich 100. Ach du Wichel! Tobi! Danke! Schon zur Basis zurück, ich krieg aufs Maul. Shut up and take my money. Ja. Tobi ist geil. Hast du denn noch keinen verbesserten Satellitenablink? Hast du nicht? Doch. Nee. Ach doch, da. Ja, dann schießt doch mal da oben deine die Ionkanone ab. Am besten dort aufs Haupthaus, was da bis jetzt zu sehen ist. Building. Hoppla. Ion Cannon charging. Was hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle? Wieso sind meine Sammler in einer gegnerischen Base? Die ziemlich. Was macht mein Sammler in einer gegnerischen Base? Das ist meiner. Das ist deiner, also. Reggie, was macht dein Sammler? Ready. Building. Zeigen, dass er dir geeiert hat. Chiquita, Chiquita. I got balls of steel. Danke dir, Tom. Unit ready. Building. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Nochmal kurz was. Bin gleich wieder da. Ja. Unit ready. Building. Das mache noch. Das ist was fertig. Unit ready. Repair facility. Building. Noch bauen. Unable to comply. Russell fliegt wieder durch die Gegend. Komm mal. Building. Machen. Unit ready. Building. Construction complete. Unit ready. Time to rock and roll. Come on! Awaiting order. Unit ready. Building. Unit ready. Time to ready. Rock and roll. Building. 12,000 kann ich maximal haben. Das Energy-Gedönse von Holy ist schlecht geworden. Nein. Construction complete. Ist deine Ionenkanone bereit? Nein. Construction complete. 10 Sekunden, würde ich schätzen. So lange? Construction complete. So lange halte ich es niemals aus. Building. Iron Cannon ready. Moving
Schuss eine Nuklearrakete geordnet. Building. Ja. Wir können ja gleich theoretisch noch mal auf den anderen Teil wechseln. Können wir gerne machen. Oder? Was hält der Chat? Ja, beziehungsweise gib mal den Chat die Option. Ja. Age of Empire. Ja. C&C, Alarmstufe Rot. Commander Conquer Tiberium Wars müssten wir beide, glaube ich, installiert haben. Mhm. Falls er, nee, das glaube, das wird nicht klappen. Building. Wieso nicht? Ohne VPN, also der World of Private Network. Mhm. Dungeons 3. Unit ready. Empire Building. Schon gesagt. Was hatten wir noch? Building. Unit ready. StarCraft. Mhm. Und yes, sir. Das letzte. Nope, we're on it. Das Dungeons gesagt, das StarCraft gesagt, das andere C&C gesagt, das Age of Empires gesagt, war da alles, oder? Ich denke, ich habe einen vergessen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Kannst du mal ein Hauptgebäude da durchlassen? Nö. I'm on you guys. Echt frech. No problem. Yes, sir. I'm on it. Also, das sehe ich jetzt nicht ein. Building. Ion cannon charging. Unit ready. Building. Time to rock and roll. Unit ready. Yes, sir, I'm on it. It's an awful boy. Yo, Cobra, I've got a present for you. Ready with the fuck, brother. Oh, bei den ganzen Obelisken. Da, wo die Atomrakete jetzt einschlägt. Ui. Ach du Scheiße. Das sind so Fischen Fans, du mich auch. Ja, ist Totem. Da unten, da unten, da unten. Wo kommen die jetzt her? Unit ready. Schade. Schade. Sind wir nicht irgendwo in irgendeinem VPN zusammen? Nein. Noch nicht. Noch nicht. Hat man nicht mal bei dir den von Hook eingerichtet? Nein. Noch nicht. Gut, dann gucke ich jetzt nochmal ganz kurz. Also, Chat hat nichts gesagt. War Age of Empire. Commander Conquer Alarmstufe Rot. Dann Dungeons 3. Ich hab Bock auf Age of Empires. Aber das Chat soll entscheiden. Northgard und StarCraft. Das Northgard muss ich installieren. Auswahl. Also, Northgard fällt dann erstmal weg. Pimmelnase erredet. Mein andersrum, Liebel, Aloha. Das vier Liebel. Ich hab alle. Ich hab tendenziell auch alle, aber vier ist installiert. Hm? Vier haben ewig nicht mal gespielt. Ja. Letztes Mal gespielt. 3. Dezember, uff. Ja, long, long ist es her, wa? Lang ist es her. Minecraft! Ja! Was? Weil Wusel spielt gar kein Minecraft, glaube ich. Ich spiele schon Minecraft, nur habe ich keinen Bock. Ja. Das ist das Problem. Also es ist sehr ausgelöscht bei mir. Also wollen wir jetzt noch einmal in Alarmstufe Rot kurz reingucken und dann Age of Empire 4 für Level, oder wie machen wir das? Mhm. Machen wir so. Gut. Dann musste halt Commander Conquer, glaube ich, nochmal neu starten, oder gab es da irgendwo eine Möglichkeit zu wechseln? Ja, doch, neu starten, gut. Finde ich schade, dass man da nicht sagen kann, zurück zur Auswahl, dann. Das wäre innovativ geworden. Habt ihr mich gehört, EA? Eine Idee für euch. Das ist geil. EA? Für die nächsten C&C-Teile?
Ich finde es toll, dass meine Grafikkarte mit Command & Conquer überfordert ist. Encoder Overlord. Ja. Also, starten. Moment, was hast du bitte für eine? Eine 3080? 1660. Ach, eine 1660? Ja, so wie der Herr Wuss. Hast du denn auch einen vernünftigen Treiber installiert und nicht das Windows machen lassen? Ja. Oh, keine Sorge. Hast du vorher auch den alten runtergeschmissen? Ich meine jetzt nicht Liebe runtergeschmissen, sondern den alten Treiber. Keine, das kann ich dir nicht sagen. Das machen wir, wenn die neue Grafikkarte da. Jetzt lohnt es sich nicht mehr, die 1660 noch richtig zu installieren. Wie lange hast du denn die? 3 Jahre. Das sieht doch von uns. Ich hatte die vor dir. Das kann ich. Ich gebe sogar Menschen, die spielen. Das liest dann so abgeschenkt. Danke dir, Tobi. Tja, den Rest des Monats heute uns dann die Ohren voll von wegen, er hat kein Geld. Ja. In dem Fall, Theo, ist das Spiel sogar richtig, denn es ist die Remastered-Variante und da differenziert man nicht zwischen den beiden Teilen. Ich helfe kurz Tobi mit, bevor wir. Ich gucke gerade, ich habe irgendwie eine schöne Karte, was symmetrisch finde. Aber ich denke, da wird uns nichts geschenkt, Ausnahme, wir nehmen von Spielern gemachte Karte. Hier sehen die Gebäude auch ein bisschen stark anders aus. Okay. Und hier gibt es kein Tiberium, hier gibt es Mineralien und Erze, die du abnimmst. Okay. Das Gelbe sind normale Mineralien und die bunten Kristalle bringen deutlich mehr Geld. Sind aber auch deutlich selten. Ich habe vergessen, wie viele Oktrillionen, Faktrilliarden Maps die eigentlich haben. Iron Rush, dann können wir uns noch auf die beiden Seiten aufteilen. 2877. Moment. Wie? Can I join you? Do not have the map required. Ich muss kurz die Map downloaden. Oh, das ging schnell. Die Maps sind nur Kilobyte Größen, also. Wenn das wirklich lange dauert, dann weiß ich nicht. Spieler benötigt Karte. Moment, bin sofort da. Muss kurz mit Tobi ausrasten. Die stellen wir random. So, hier ist bei den Fraktionen gibt es eigentlich nur zwei, die Alliierten und die Sowjets. Mhm. Und jedes Land hat seine eigenen spezifischen Vorteile, wie Spanien zum Beispiel 10% mehr Rüstung, Schaden und Geschwindigkeit für Infanterie. Griechenland hat 10% größere Reichweite, Russland 10% billiger, aber nicht schnelleres Bauen. England 10% mehr Panzerung, Ukraine 10% schnellere Geschwindigkeit, Deutschland 10% mehr Schaden, Frankreich 10% höhere Feuerrate, Türkei 10% schnellere Bauzeit. Also dementsprechend kannst du dir da was aussuchen, musst du nicht. Ich hab gewusst, dass die Bank doof ist. Du musst übrigens noch auf Team 1. Ja. Meine Bank lässt mir nie Twitch-Subs machen. Komm, na, wo ist die Pü? Was für eine Drohung. Ja, machen wir gleich nach einer Runde Alarmstufe Rot, dann machen wir Age of Empire 4. Ja! So, are you ready now? Immer. Ich hab so nicht das Gefühl, dass du ready bist.
Wieso bin ich nicht ready? Ich hab... Wieso auf das Ding jetzt? Nein. Click ready! Click ready! Kahn, ich wünsche dir was. Und bis bald, Kahn. Schönes Wochenende dir. Sorry, habe ich jetzt erst wahrgenommen. Wir sind Plebs. Okay, heute wussten wir schon. Spinnen die da gerade bei dir im Chat mit den Muskeln? Nicht mit den Muskeln. Ich raste nur aus. Weil Dingens. Kackbank lässt mich nie Sachen. So steht der Construction Yard fake. Construction weil Alliierte in der Lage sind, Fake-Gebäude hinzustellen. Die gehen super leicht kaputt, aber die können durchaus mal Angriffe in die Irre führen. Sehr cool. Construction complete. Ich habe Ukraine bekommen. Sehr gut. Den Krieg gewinnen wir. Und das sogar sehr schnell. Hey, wenn ich meine Muskeln anspanne, hängen die nach unten. Krieg ich das erstmal hin. Building. Construction complete. Die Karte hat einen Nachteil. Okay. In der Mitte sind neutrale Einheiten, die alle angreifen, die da vorbei wollen. Construction das heißt, wir müssen uns erst um die kümmern, um dann richtig kämpfen zu können. Aye. Ja, das kannst du laut sagen. Und du wirst einen Satz hier hören, den wirst du hassen lernen. Nein. Doch. Ja, Red Alert ist im Remaster drin, genauso wie der Tiberium. Wieso kann ich mein Neville Yard nicht nirgends hinklatschen? Kannst du doch, in der Mauer. In der... Nein. Ach so, Yard! Wasser? Hallo? Neville. Neville? Schwimm, schwimm. Pew, pew. Nein, jetzt nicht. Building. Ich meine ja nur. Gibt's nicht. Level, das hab ich dir ein paar Mal aber schon gesagt gehabt, dass das da mit drin ist. Da sind sogar die ganzen DLCs, die zu den Spielsachen dazugehören, dabei. Kann ich dir sogar beweisen gleich, wenn ich hier weiter ausgebaut habe, mit Radarstationen und hast du nicht gesehen. Und zwar wäre das normale Alarmstufe Rot, würde es eine bestimmte Einheit nicht geben. Bei Kuni ist es ein anderer Panzer. Bei mir ist es auch ein ganz spezieller Panzer, aber ich glaube, den der Ukraine habe ich den hier. Ah, ich bin Deutschland, brav. Ich bin nur gerade etwas überfordert, weil Twitch weiß. Der lässt mich nichts machen. Construction oh, bitte complete. Eine Raffinerie, du. Nö, sehe ich nicht. New construction options. Okay, dann vernichte ich dich. Okay. Finde ich gut. Dass du das siehst. Construction complete. Da geht der Satz schon los. Hier, zum Beispiel der Mad-Panzer. Ist einer, den du nur kriegen kannst, wenn du das DLC-Gegenangriff oder Vergeltungsschlag besitzt. Ja. Aber mir geht's gerade eigentlich um einen ganz, ganz anderen Panzer. Ich finde ihn nur gerade nicht. Und davon bauen wir auch mal direkt ein Stück. Construction complete. New construction options. Building. Artillerie Ranger. Was machst du eigentlich mit deiner 1660? Wenn du deine neue hast. Keine Ahnung. Ich behalte die.
falls die andere kaputt gehen sollte irgendwann. Keine Ahnung. Tendenziell vernünftig. Unit, würdest du dich von der verabschieden? Hätte ich tendenziell ein, zwei Ideen dafür. Ja, weil verschiffen ist bäh. Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Verschiffen ist bäh. Weil mir jemand hat ihn sogar eine 3060 angeboten, aber ich habe keinen Bock, 400 Euro Versand zu zahlen. Unit ready. Ja, okay, das kann ich verstehen. Yeah. Building. Weil da hatte ich nämlich an so einen Herrn gedacht, der noch nicht mal weiß, dass in Remastered Alarmstufe Rot drin ist. Ach, Lidl. Unit ready. Building. Construction complete. Panzer check. Kann ich das spielen? Unit ready. Brandlos Fenster spielen. Building. Ja, aber hättest du am Anfang einstellen müssen, glaube ich. Nein, kann ich jetzt umstellen. Okay. Ich habe okay gedrückt. Okay. Unit ready. Grafisch spielen. Wenn du schnell in dein Tech-Zentrum rankommst, kannst du sogar die ganze Karte aufdecken. Weil es braucht dann nur eine kurze Zeit, bis es dann geladen ist und dann kannst du es einsetzen. Tech-Zentrum. Silos needed. Building. Tendenziell wäre es möglich, Loopy, aber da sind so einige... Construction complete. New construction options. Kleinere Probleme. Building. Ne AA-Gun. Wow. Kuni schießt mit Kacke um sich. Ja. Wow. Construction complete. Das war der Grund, warum ich nicht ins Detail gehen wollte. New construction options. Wir brauchen Silos. Ja, ich hab's verstanden! Ja. Silos needed. Silos needed, ja, du mich auch. Building. Was ist jetzt ein Gap-Generator? Was ist eine Chronosphäre? Chronosphäre ist cool. Theoretisch kannst du gegnerische Panzer im Wasser versenken oder Einheiten an der Ort und Stelle. Oh, wo ist Wasser? Building. Kann man hier mit Dörnchen vernichten? Noch nicht. Schade, hier geht's nicht. Give me. Nein. Ah, da ist er. Tesla-Panzer. Construction complete. 10 Stück. Silos needed. So, ich hoffe, dass dein Effekt von Karte aufdenken auch auf mich wirkt. Wäre schön. Das wäre mega. A-Bomb prepping. Fighting. New construction options. Building. Nuklearrakete bereit. Sehr gut. Müssen wir noch drüben irgendwas sehen. War das nicht das? Ja. War das. Construction complete. Abgebrochen. Ich lach, wenn es geht. Und ich hau meine Bank dafür, wenn es geht. Für was? Meine Bank ist nie mit Kreditkarte zu haben. Ich weiß nicht wieso. Yes, sir. Reporting. Würde ich dir auch nicht erlauben. Warum
Die brauchen wir Bauer. Agat zu bauen. Ja, guck mal. Ich hab da was gefunden, du. Das hat den Booster schon wieder. Oh. Construction complete. Wieso habe ich keine Minimap? Ah, jetzt habe ich eine Minimap. Oh, da oben ist was Schönes. Schön. Das ist toll gemacht. Building. Ich mag diesen complete. Teil mehr. Ich weiß die Möglichkeiten und vor allem, er wirkt auch mehr nach CNC, ne? Ja. Oh, da geht deine Rakete hoch. Ja. Nein, jetzt haben wir den Tornenzapf gekriegt. Was? Yes, sir. So meine Tonnensack. Oh, Nighty hat einen bekommen. Sonja. Sehr gut. Kaluki. Luki. Swimmer. Infi hat einen bekommen. Sejin? Oder wie wird er ausgesprochen? Warte, ich guck kurz. Swimmy. Infinity Simplex hat auch einen abbekommen. Und ja. Dein Bot. Da haben manche einen Sub bekommen, die nicht mal folgen. Oder nicht mehr folgen. Ah, ja. Da hat Tobi nachgedacht. Construction complete. So, hier in der Mitte haben sie Kriegsschiffe, Geschütztürme, all drum dran stehen. Wenn wir die weg haben, könnten wir theoretisch angreifen. Ich brauche mehr Power. Building. Ah, die kommen irgendwann durch. Construction complete. Tobi, in drei Subs habe ich den nächsten Slot. Moment. Ich habe keine Ahnung, wie man Subs so verschenkt. So ein bisschen was so verschenkt. Tobi, wie geht das? Zeig es mir. Ich bin Plepp. Klick auf die Person, dann wahrscheinlich Geschenk, aber ohne Giften. Tobi. Tommy, ja. Yakari, aloha. Hallo, Yakari. Yakari. Silos. Ihr müsst übrigens alle mal Yakari aufmuntern. Die hat es momentan nicht leicht. Yakari, das kann immer dir Gutes tun. Bescheid. Kuni immer da. Building. Construction complete. Nuklearrakete bereit, ist ja Wahnsinn. Hier ist dieser Waylon. Was explodiert hier schon wieder? Nix. Wieso hast du so viele Flugzeuge? Was ist denn los mit dir? Was? Oh, Flugzeuge. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Als ob der Waiting order, affirmative. Vehicle reporting. Ich hab schon mal viel schneller getrieben. Hat er das? Du hast den einen Spielstand von damals halt nicht gesehen. Okay. Tobi, ich weiß immer noch nie, wie man Leute Sub schenkt. Weil Tobi verschenkt Leute, die nicht mal. Ah, ein bestimmten Zuschauer schenken da. Ich liebe den Tesla-Panzer. Ich hasse Twitch auch, dass er sich hier nichts merken kann. Ich muss jedes Mal neu eintragen.
Silos needed. Die Silos needed. Wie viele Silos wollen die mehr haben? Alles, was da ist. Telefon. Construction complete. Jojo, die Intelligenz verfolgt dich doch ein bisschen schneller. Rakete bereit. Nuklear? Nuklear. 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 Building. Construction complete. Building. Construction complete. Was ist ein Demo? Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Yakari hat mit einer gewissen Person einen Konflikt. Das liegt aber daran, dass diese Person extrem engstirnig ist und so gesehen nur seine Meinung erlaubt und keine andere. Unit ready. Building. Und dann gibt es natürlich so drei Arschkriecher, die das Ganze noch mit unterstützen. Unit ready. Building. Und das nagt ganz schön an ihn. Vor allem, Unit ready. Wenn, selbst wenn sich der Typ entschuldigt, ist es irgendwie schon, wirkt es irgendwie wie eine Beleidigung. Target. Silos needed. Unit ready. Boom. Building. Da hat's aber schon Bumm gemacht. Nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank, Tobi. Unit ready. Building. Building. Ja, mit der Karte klappt's. Es dauert, aber Building. Es klappt. Interessant. Construction complete. Unit ready. Six. Building. Seven. Building. Sick. Yes, sir. Unit ready. Affirmative. Building. So, der rote wird mich jetzt lassen. Awaiting orders. Acknowledged. Unit ready. Hä? Building. Die haben die aber stark genervt, die Flieger. Die waren doch früher viel fataler. Unit ready. Du spielst doch kein Fatal Frame. Silos needed. Muss hauen. Awaiting orders. Ja. Und scheiße, er steht drauf. Nein. Ach, oh. Building. Ja. Unit ready. Building. Construction complete. Construction complete. Ich meine Silos. Ist auch ein paar Building. Silos. Construction complete. Building. Ich hab wieder Silos. Ich bin die Deutschen. Unit ready. Building. Wie viele Slots haben die jetzt freigeschaltet, Tobi? Reggie, Tobi wollte alle Emotes freischalten. Hast du ein bisschen alle, Geld? Alle, die es auf Twitch gibt? Ja, alle, die man auch Unit haben kann ready. Auf Twitch. Building. Also 60 Stück. Construction complete. Nee, Liebe hat das Game nicht. Wenn ich das aus der Aussage richtig verstanden habe. Hm. Aber in dem Falle kannst du ja mal bei Liebe im Profil Silos gucken. Needed. Und dann weißt du es ja ganz genau. On hold. Unit ready. Rich, dafür braucht man nur 10.000 Subs. Das sind doch nur 60.000 Euro. Unit ready. Liebe sich da. Construction complete. Building. Unable to comply. Building in progress. Construction complete. Building. Construction Kong complete. Der Kong ist am Wochenende eskaliert. Am Sonntag hat er 7.000 Building. Gekriegt. Ja, nicht nur das. Der complete. Hat den goldenen Hype-Train gekriegt. Mm-hmm. Ready. Like yes. Das ist halt 7.000 auf einem Schlag gekriegt fast. Ja.
Ja, und so wie ich gehört habe, ist Twitch damit nicht hinterhergekommen. Mhm. Unit ready. Building. Yes, sir. Acknowledged. So. Unit jetzt ready. Haben wir ein paar mehr. Building. Jetzt wird sein Hauptfeind. Unit fallen. Ready. Building. Sehr schön. Komisch. Die Unit ersten haben jetzt ready. Wesentlich mehr Schaden gemacht Building. Als die letzten. Silos. Boom. Du meinst da? Awaiting orders. Ja. Building. Acknowledged. Also eigentlich da unten. Was sind das für Gebäude da unten? Also Wasser. Was machen die da unten im Wasser? Unit ready. Dort unten war ein Kraftwerk und eine Chronosphäre. Oh. Unit lost. Ist auch die U-Boot. Ich hab ja gesagt, in der Mitte sind neutrale Einheiten. Ich will aber auch U-Boote. Unit ready. Ich will Flieger. Filipet. Building. Blindfisch. Hi, Blindfisch. Ja. Ich muss ja nachher schauen, wie viele Emotes ich freigeschaltet habe. Mindestens zwei. Kann ich kurz denken, was das erste ist. Welche Emotes ich denn reinpacke? Silos needed. Leider building. Attack Helikopter, ja. Building. Helikopter. Hab ich aber nur die Attack Helikopter, hab ich keine mehr. Keine anderen. Ne. Leider nicht. Unit ready. Yes, sir. Building. Affirmative. Wieso lebt der Rotin? Construction complete. Sehr gut, Rosa. Unit ready. Ja, durch das Abschalten der Kraftwerke wird in der Mitte ein Teil seiner Defense nicht funktionieren. Das war mein Ziel. Tickende Grün eskaliert. Schickt Sachen zu uns rüber. Das gefällt mir nicht. Kann ja ganz versuchen. Unit ready. Building. Building. Turrets bauen. Schade. Hätte bei Warhammer. Ja, Tobi! Warhammer 3 rum. Kann mit Kara wieder spielen. Theoretisch praktisch. Bald kommt auch das neue DLC raus, Tobi. Den muss ich mir auch noch vorbestellen. Der ist voll lustig. Das war für Reggie, war es der neue Held. Reggie, der neue Held kann sich in jeden anderen Helden verwandeln, wie es im Spiel gibt. Nimmt seine Fähigkeiten und Stats an. Oder wir in He-Man? Ja. Yes, sir. Und er hat. Und seine Hauptaufgabe ist Trollen. Er kann Einfluss. Er kann Einfluss dafür nutzen, um. Sag mal, ich will Tobi trollen und tue eine seiner Regionen Karan geben. Weil ich Bock drauf habe. Ja, das ist lustig. Die sind ziemlich billig zurzeit, Tobi. So empfehlen kann ich zurzeit sehr. Silos needed. Construction complete. Sie haben eine Einheit verloren. Low power. AA ganz ich offline. Wieso sind die AA ganz offline? Building. Ich hätte die AA ganz kaputt gemacht. Finde so toll. Construction complete. Für mehr AA ganz ins Spiel. Der rote Gegner hat aufgegeben. Nein. Select target. Doch. Oh. Oh. Kua wum wum. Alle in Deckung. Ich fänd's lustig, wenn die Gebäude, die brennen, runterbrennen. Wenn sie nicht repariert werden. Nein! Wo ist deine Atomrakete? Ach ja, zu früh geschossen. Wo sind meine Apache-Kampfhelikopter? Waiting orders. Silos needed. Acknowledged. Heli, Helis.
Pam. Nicht durch das schwarze Loch fliegen. Ich kann keine Helis mehr. Ja. This game will not exist. Ja. This game will not exist. It's not exist. That's a known fact among every commander in the Empire where some people claim that they actually do exist. Yeah. There are even zombies. They have been fighting these small cunning creatures. Unit ready. Building. Unit ready. Sehr schön, Joe. Die arme Skill. Yes, sir. Ich hab Artillerie. Artillerie. Wie weit kann Artillerie schießen? Unit ready. Nicht so weit. Oh. Artillerie cleansen. Was nein? Acknowledge. Silos needed. Unit lost. Building. Yes, sir. Affirmative. Dann noch. Wieso haben die U-Boote so viel Range? Die haben mehr Range als meine Artillerie. Unit ready. Ja. Building. Unit ready. Das sind da Helis. Wuhu! Ich hab's von denen versteckt. Jetzt haben wir ein leichtes Spiel. Building. Ist gut, ich hab überall AA-Kanonen. Unit ready. Ach, jetzt weiß ich endlich, warum ich welche Einheiten verloren habe. Was hast du getan? Was hat denn der Wurst schon mal angestellt? Ich habe eine Anordnung des Todes aufgebaut. Okay. Unit ready. Übrigens, als Allianzler kannst du als Bodeneinheit einen Mechanobot bauen. Und yes, kannst du zum Beispiel Panzer. Aber ich bin für die Horde. Unit ready. Affirmative. Alliierte. Affirmative. Unit ready. Für die Horde. Oh, für die Horde. WoW gestern den ich hau Tobi, wenn er sagt, wir wollen WoW spielen. Die Tesla-Panzer macht jetzt Spaß. Ich seh's. Ich mache mal gerade Chronopanzer, die können sich zu den Gegnern TP. Yes, sir. Moonwalk! Danke für den Fall. Unit ready. Tobi, ich hau dich. Yes, sir. Moonwalk, aloha. Yes, sir. Awaiting orders. Acknowledged. Wie funktioniert das mit dem TP in Wusel? Unit ready. Du machst Doppelklick Building. Auf dein Panzer und setzt den dann drüben hin. Das Problem ist, man kann sie nicht schnell setzen. Ich weiß auch nicht, ob es einen Shortcut gibt, damit man sie zügiger setzen kann. Unit ready. Affirmative. Building. Wie gesagt, Doppelklick drauf yes, machen sir. Und dann drüben hin pflanzen. Aber es geht halt, wie gesagt, nur eins hin. Wenn ich Doppelklick draus mache, wählt er alle aus. Silos needed. Ja, du wirst damit unit wahrscheinlich ready. Den kompletten Gegner triggern, building. Um die anzugreifen. Affirmative. Acknowledged. Yes, sir? Select target. Wampa! Unit ready. Haben Sie es? Building. Yes, sir? Vehicle reporting. Yes, sir? Affirmative. Yes, sir? Yes, sir? Ich glaube, ich baue Zustimmung. Yes, sir? Affirmative. Und mit Steuerung rechtsklick kann ich diese Befehlen irgendwas anzugreifen. Acknowledged. Ja, wird checken. Affirmative. Überlegt ihr das? Affirmative. Acknowledged. Affirmative. Ready. Building. Es geht halt wirklich. Reporting. Affirmative. Wieso geht das? Wo ist das? Weil das hier ein Ziel ist, ganz normal. Da braucht man das, um jetzt zum Beispiel bei Juris Rache Bäume wegzuschießen, damit du vernünftig bauen kannst. Hast du ein, zwei Tesla-Bots? Ich meine Mechanik-Bots, die du zu meinen Tesla-Fahrzeugen nochmal schicken kannst? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Könnte
Demo Truck Chrono Tango bei Gap, Union Ranger RPC. Ich hab keinen von dem, was du sagst. Doch, bei der Infanterie. Achso. Medic, Spy, Tanya, Thief, Engineer, Rocket, Mechaniker. Truck. Ich hab keinen Mechaniker. Doch. Unit lost. Ich hab einen Infanterie, dann hab ich Raketensoldaten, Ingenieure, Mediziner, Spionage, Tanya und Diebe. Ich kenne das Spiel nur auswendig und ich sage, doch, passt du. Dann habe ich irgendwas nicht gebaut. Bau mal eine Reparaturplattform. Ja, das war's. Building. Kiri. Ole, ole. Kiri. Hello. Silos needed. The. Report, yes, sir. Not the broke up this one. Acknowledged. Construction complete. Yes, sir. Yes, sir. Leider nicht möglich. Es wird bereits gebaut. New construction options. Training. Mechaniker. Minenleger. Building. Ich mag Minen. Und was ist denn der M-Software? Unit ready. High Construction. Also hier Minen zu legen. Yes, sir. Oh, ich hab Minen. Unit ready. Ja, die will jeder legen. Acknowledged. Affirmative. Was du? Affirmative. Du hast wortwörtlich noch diskutiert, dass ich das sagen kann. Ja, Acknowledged. Unit ready. Acknowledged. Building. Unit lost. Unit ready. Boom. Training. Building. Unit lost. Unit ready. Affirmative. Unit affirmative. Lost. Acknowledged. Unit ready. Unit lost. Medium tank. Training. Tank. Unit lost. Building. Unit ready. Training. Unit ready. Building. So. On hold. Gleich hat er nur noch. Cancel. Ja, gleich hat er keine Reparaturplattform mehr. Unit ready. Das soll sich mal der Berliner Flughafen was von absteigen, so schnell wie Wust Flughäfen machen. Unit ready. Building. Ja, der BER kann noch lernen von mir. Yes, sir. Yes, sir. Oh Gott, das ist... Eieiei. Unit ready. Building. 30. On hold. Von normale Panzer, die sind schneller. Building. Die spawnen schneller. Vehicle reporting. Acknowledged. Unit ready. Building. Yes, sir. Waiting orders. Unit ready. Building. Unit ready. Building. So. Nächste Runde. Unit ready. Building. Oh Gott. Kommen die Flieger schon. Unit ready. Building. Unit lost. Unit ready. Building. Unit lost. Wir haben Gegner. Und Bombe. Building. Unit lost. Unit ready. Building. Wo hab ich eigentlich meine Mechaniker geplant? Achso, da. Unit ready. Building. Yes, sir. Unit ready. Building. Norman, Mom. Unit ready. Building. I hear ya. Unit ready. Building. Ready and waiting. Unit ready. At once. Building. Unit ready. Building. Unit ready. Building. Unit ready. Building. Das Pathfinding war nicht mal. Ist toll. Unit ready. Ach, repariert den Huse endlich mal, dankeschön. Building. Unit lost. Unit ready. Building. Die U-Boote machen meine Mechaniker kaputt. Unit ready. Building. Unit lost. Unit ready. Building. Boom. Unit lost. Unit ready. Building. Unit lost. Vehicle reporting. Unit
lebt doch noch einer. Nö. Das ist der Neutrale. Erzählt nicht. Ah. Sehr schön. Also, dieser Teil gefällt mir mehr. Mir persönlich besitze Juris Rache. Also Alarmstufe Rot 2 mit Juris Rache. Gute Frage. Wenn nein, kaufen. Ich gebe dir noch einen Installer dazu, cnc.net, und dann kann man das auch theoretisch Koop via zocken. Ich habe Kane's Wrath und Tiberium Wars. Nee, das ist der... Ja. Das ist der dritte Tiberium-Krieg-Teil. Achso. Und was muss ich holen? Alarmstufe Rot 2 mit Juris Rache. Aber nicht remastered, normal. Nee, das gibt's noch nicht als Remastered. Wenn es das geben würde, hätte ich das andere empfohlen. Ich wechsle schon mal Spiel. Jupp. Habe ich liebe Mods, die für mich das Spiel wechseln, oder werde ich dafür wieder ausgepeitscht? Ja. Auspeitschen. Warum stehst du eigentlich immer auf alles, was mir Schmerzen bereitet? Ich will auch Schmerzen. Kuni ist kein Kind wie wir. Spendenkonto 114. Beste Mod, Liefel. Sehr schön. Oh, Mr. Prepper hat ein Mac OS Update bekommen. So, einen Moment. Ich suche noch ganz kurz einmal bei EG das CNC raus. Und danke, Liebe. Mhm. Machen wir so. It is Mexican Beach Time. Over. Was? New Challenges. Oh, ich hab vergessen, dass Age of Empires die ganze Challenges macht, damit man Sachen freischalten kann. Bei 2, 3, 1, 4 Definitive. So. Command. Zack, so. XP gibt das. Und was kann ich mit XP machen? Okay, ich sehe das jetzt gerade nur auf eine einzige Möglichkeit zu machen. Und zwar ist das die Ultimate Collector's Edition. Mhm. Da hast du alle alten CNC-Teile. Generäle, nice. Bis Renegade, über Tiberium Wars, Tiberium Sun, Tiberium Konflikt, Alarmstufe 1, 2, Stufe 3. Ne, 3 nicht, musst du separat kaufen. Ich glaube, Tiberium Wars musste auch, glaube ich, separat sein. Aber ich sehe jetzt gerade den Preis nicht und das wundert mich. Warte mal, gucken wir mal ganz kurz in einen anderen Tab rein. Da habe ich nämlich noch eine Idee. Vielleicht kriegt das ja da noch eine ganze Ecke günstig. App. Command. Da. 28 Euro sagt er hier. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer es bei EA ist. Weiß ich nicht. Aber das wäre dann die... Ich gebe dir mal einfach den Link, dann weißt du auch, wie das aussieht. Uni. Nachricht. Beamen. Energie. Ich habe das jetzt bei Instagaming das passende rausgesucht dafür. Nice. Und wie gesagt, dann musst du halt nur den einen installieren. Mhm. Und dann hast du den Vorteil, Juris Rache ist dann installiert, also Alarmstufe O2 mit Juris Rache. Und dann kriegst du halt den CNC.net Installer. Mhm. Und dann funktioniert das Spiel wieder unter Windows. Also die Kampagne leider nicht, weil die ist unspielbar. Macht leider wirklich höllisch viele Fehler. Ich habe das mich zwar mal dran gesetzt und habe das ziemlich stabil bekommen, aber... Zwei Stunden ist es abgestürzt. Trotz allem. Obwohl ich den Speicher begrenzt habe, die Rechenleistung begrenzt habe, die Emulation von XP verfeinert habe, die Grafikanwendung. Heutzutage benutzen wir globale Settings für die Grafikkarten. Ich habe die spezifischen Grafik-Settings wieder aktiviert und habe sie alle von Hand justiert und eingestellt. Hat mich 6 Tage gekostet, die Arbeit. Okay. Und all drum dran. Okay, ich war auch heiß drauf, das hinzukriegen. Glaubt mir, ich habe mich da reingefuchst, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht.
Es hat schön Spaß gemacht. Nice. Auf jeden Fall hin und her und drumherum geredet. Es ist die Mühe nicht wert. Deshalb hoffe ich natürlich, dass von dem Teil auch ein Remaster kommen wird, so wie es angekündigt wurde. Weil jetzt sollte eigentlich irgendwann mal die zweite Phase von Command & Conquer Remastered losgehen, nämlich mit den zweiten Teilen. Das heißt also Tiberium Sun und Alarmstufe Rot 2. In der dritten Phase könnte es interessant werden. Vielleicht machen sie ein separates Remastered mit Generäle und Stunde 0. Mhm. Das wäre cool, weil Generäle ist so ein Teil, der außerhalb der Tiberium und der Alarmstufe Rot Geschichte erzählt wird. Sehr schön zu spielen, macht sich auch ziemlich Spaß. Leider hatten die damals beim Programmieren da drin einen ziemlichen Netzwerkfehler, der das Spielen davon nahezu unmöglich gemacht hat. Naja. Ist halt scheiße gelaufen. Haustest du, hoste ich? Ich hoste mal. Dann machst du mal den Horst. Custom. Create Game. Wie kann ich Wusel einladen? Da steht nur mega groß in White Players. Danke. Ich hab keine Freunde. Das sagt mein Spiel auch. Ach, da ist Musul da, ein Friend. Ein Friend, invite to group, invite to match. Ich hab eine Anfrage. Hallo, bist du jetzt mein Freund, Mann? Ist mal drei Anfragen geschickt. So. Wo ist jetzt Musul und ein Friend da? Ah, Foxy, aloha. Hallo, Foxy. Kuni hatte ich eingeladen in die Spiel, okay. Sehr gut. At AI Player, at AI. So, was nehmen wir denn? Ja. Wo ist denn die Föderation der Vereinten Planeten? Weiß ich nicht. Ich bin ja, Mongole. Wie soll ich sonst bitte die Defiant und die Enterprise bauen und. Standard Game Mode. Schwarzwald hört sich gut an. Game. Stunting Age. Hört sich doch gut an. Ja, nehmen wir das Röhmrichter. Team 1. Rot. Orange. Tja, das Schöne bei Age of Empire ist, ich unterstütze eigentlich Kuni nur. Da drin ist er die Kampfmaschine. Im zweiten Teil. Im vierten, keine Ahnung. Nee, im vierten warst du auch bisher immer die Kampfmaschine. Im Gegensatz zu mir. Sehen wir gleich. Ich habe das Spiel seit einem halben Jahr nicht mehr gespielt. Ja, ja. Wir haben das letzte Mal zusammen gespielt. Seitdem hatte ich das nicht mehr angerührt. Oh je. Das ist ja auch da ein Jahr. Du machst gleich alles auf Mittel, ey. Ja. Du machst da gleich alles auf Mittel. Du bist doch wahnsinnig. Ja, sind wir. Kann ich Flugfelder hier bauen? Ich frage nur für einen Freund. Du hast einen zweiköpfigen Adler. Natürlich kannst du das. Ah. Oh Gott, die Engländer. Oh, ich hätte Engländer. Nee, egal. Ich liebe vogelgeschützten Spam. Foxy, habe gerade gepennt, also bin komplett zerstört. Was hat Gurchen mit dir gemacht? Armes den eingesprungenen Gurchen. Nussknacker? Bin gerade am überlegen, habe ich HFS4 auf der HDD oder auf der SSD? Wenn du langsamer lädst als ich, dann HDD. SSD. Oder? SSD oder HDD, aber das ist wirklich scheiße langsam. Könnte wirklich HDD sein. Ich guck kurz. Weil bei mir liegt es auf der M2. Ich guck. Es ist die normale SSD, okay. Nicht die M2, aber das SSD wenigstens. Eje. Ich spiele die Nacht durch, ich roch den Schlaf. Ach, Foxy. Uff. Ach, Foxy. Wie ging dieses Spiel nochmal? Ich glaube, dahin klicken, dahin und dann IDDQD, IDKV eingeben. So, was macht dieser komische Prälat, frage ich mich. Was ist das? Economy Building, Du gehst mal scouten, ne?
Gab's nicht auch das Scouting Falcon, Maneuver Arrow, Patrol? Gab's kein Autoscout? Ich glaube doch, aber. Muss doch wieder erst freischalten, oder? Also im Tech Tree? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich hör's auch gerade beim besten Willen nicht. Wir sind solche Noobs. Ja. Und das aus Leidenschaft. Ja. Jetzt hat er Schafe bei sich. Bring die Schafe zurück zur Base Clip. Lasst ihr die Schafe bitte in Ruhe. Wieso? Weiß nicht, ob die jetzt nicht noch voll füttern müssen. Ne, die füttern sich nicht voll. Muss ich mal lesen. Glitches can drop off food, get a stone, get a bunny with them, glitches, stones, get a true ovos. Pasture. Pasture. Economy Build, the Entrepreneur. Ich schick mal 3 Stück da. Dahin. Ich hab schon ein Relikt gefunden, schön. Sehr schön. Ich hab Gegner gefunden. Ja. Ich will die Schafe klauen. Na, wenn du sie nicht klauen kannst, töte sie. Handelsposten, Handelsposten. Ich weiß nicht von wem, aber Handelsposten, Handelsposten. Hey, hey. Noch ein Relikt. Den Gegner mal ein bisschen schwieriger. Auch wenn das jetzt nur eine Palisade ist. So, Conny versucht schon wieder den Gegner zu vernichten mit einem Pferd. Ja. Wir haben so gut wie verloren. Was hast du getan? Keine Ahnung, ich wollte es nur mal gesagt haben. Wieso sind die schon im Feudal-Zeitalter? Was haben die getan? Woher soll ich das wissen? Das haben wir ja nicht getan, eher die Frage. Genau das und in der Reihenfolge. Gut, eine kleine Palisade haben wir hier schon mal aufgebaut. Dann die in eine andere Richtung, am besten da bei dir zu machen. Wo ist mein Pferd niemand hin? Pferd ist tot. Der hat gekündigt. Hatte keinen Bock mehr. Das war mein Kahn.
Deswegen konnte sie ja nicht scouten wahrscheinlich, weil es war mein Held, nicht mein Scout. Bis dann, Foxy, und schönes Wochenende. Bis bald, Foxy. So. Der Kahn. So, jetzt frage ich mich gerade, wie ich das nächste Zeitalter erreichen kann. Ich finde es toll, dass ich die ganze Zeit aus dem In-Game-Voice-Chat connected und disconnected werde. Macht das Spiel toll. Wie kann ich denn das nächste Zeitalter erreichen? Ich habe keine Ahnung. Ach da. Wo? Im Haupthaus. Bringen. Ich kann dem Haupthaus nicht sagen. Ein Wahrzeichen. Ja, Wahrzeichen. Ja, ich brauch mehr Rohstoffe dafür. Scouting Falcon. Wie kann ich bitte das Wahrzeichen bauen, frage ich mich gerade. Villager. Ja, weil der hat gar keins als Option. Ach da! Deshalb habe ich es nicht gesehen. A new Khan rises. Wo ist mein Khan? Da ist mein Khan. Jing. Jing. Und Gullen sind doch sicherlich eher Kavallerie. Wenn es nach Logik geht. Geht es in dem Spiel nach Logik? Ich weiß es nicht. Er pfeift da schon wieder. Achso, jedes Mal, wenn er Relikt findet, pfeift er. Das ist noch Soße da. Was? Increase Villagers Hunted. Sorry, Tactic. Mein Karten hat einen Falke. Ich will Twitch hauen, Digga. Die übertreiben jedes Mal mehr mit der Werbung. Es ist nicht mal alle halbe Stunde, es ist gefühlt alle 20 Minuten. Verbinder wird angegriffen. Dein Pferd ist tot. Bald. Hallo Lin. Ja. Hallo Lin. Tobi und ich sind eskaliert vorhin. Tobi hauptsächlich, aber beide sind unschuldig. Das bist du. Ich krieg in deiner Base rum. Reicht dir deine Base nicht? Brauchst du auch noch meine? Ja. Ich bin schon hart, need get a raid by schon stimmen. Was für eine Age? Ist ein. Ja. Wir sind immer noch Age 1. Wir sind Profis. Kappa. Nein, lass du meinen Scout in Ruhe. Ja, Reggie wird angegriffen. Ja. Ping. Wieso greifen die Reggie an? Was hat Reggie denn angetan? Blacksmith. Ich brauch Kavallerie. Haha, er ist tot, Jim. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Bau das da. Wir brauchen mehr Holzfäller. Was ist
das da? Villagers Health. Ne, brauche ich nicht. Hast du einen Markt? Noch nicht. Okay. Mangodai. Liebe Mangodai. Scout, brauche ich Keshik, Alliance mit Fast Color Rating, Banking. Ich glaube, die sagen immer wieder Reggie. Ja. Bin mir aber da nicht ganz sicher. Das hast du dir verdient, dass sie dich zusperren. Was? Du Sack. Ja. Wie viele Villager hast du schon? 39 von 50. Wow, nice. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Die Mode hat Lilith gezeichnet, mexikanische VTuberin. Warte. Lady Lilith VT sollte sie heißen. Dankeschön. Ich bin der Meinung, ich habe irgendwo noch einen zweiten Prälat. Ach, da. Ja, wir haben sie auch gefallen, deswegen habe ich direkt 60 Stück in Auftrag gegeben gehabt. Jetzt haben wir 60 von 60 Stück. Bin eskaliert. Das ist keine Entschädigung, dass ich die letzten zwei Monate nicht wirklich streamen konnte. Wegen OP und alles. Unverzeihlich. Verbündeter wird angegriffen. Und du verlierst, ich sehe es. Nighty, hi. Hallo, Nighty. Viel mehr Bro. Wieso brauchen die so ewig lange, bis sie spawnen? Weil sie es können. Wieso sind die gegnerischen so gut? Weil sie es können? Nein. Es geht doch. So reach for your age. Sehr gut, Wurzel. Du, ich lieg immer noch grandios hinterher, also. Alles entspannt. Danke dir, Lin. So. Vielen, vielen Dank. So, wo ist der faule Arbeiter? Da ist der faule Arbeiter. Die Schweine. Ist auch praktisch, dass wir beide in den Kavallerienation sind. Futter, wir brauchen mehr Futter. Hast du schon wieder getappt? Ich und Tabben.
Ja. Wieso? Weil ich dich kenne? Nein, ich habe nicht getappt. Ja, ja. Du warst doch schon auf dem Desktop, gib's doch zu. Ausnahmsweise mal nicht. Oh Gott, oh Gott, was upgrade ich denn? Was upgrade ich denn? Das da, das da. Mir ist ein bisschen das Futter ausgegangen. Was? Wer futtert denn hier alles weg? Wusel? Oh mein Gott. Ich würde jetzt laut rülpsen, aber gehört sich nicht im Stream. So, ich baue jetzt einen Marktplatz. Ha, Gegner zurückgeschlagen. Opfer. Nein, der kommt mehr. Ich hab nichts gesagt, ich hab nichts gesagt. Hat er nicht irgendwie irgendwas eben mit Opfer gesagt? Nein. Ich opfer mich. Hat er nicht sowas? Ich opfer mich. Ich würde ihm sowas niemals sagen. Ja, ja, sagen sie alle nicht, ja. Straight in Kampf. Ich bin so ein Blip, ich bin Mongole. Ja. Ich krieg Ressourcen, wenn ich gegnerische Gebäude raide. Ja. Sagt mir das keiner. Kuni, übrigens. Ach du Kacke. Wenn du Gebäude raidest, ne, dann kriegst du Ressourcen. Ja, Husel. Ja, I see. Was machst du da? Finde ich nicht gut. Meine Jungs sind unterwegs. Aber sie sind nicht sonderlich schnell. Wir werden alle sterben. Lalalala. Irgendwie habe ich keine Nahrung. Direkt, sagt er. Irgendwie habe ich keine Nahrung mehr. Ist ja auch irgendwie klar, wenn da oben alles abgemuxt wird. Irgendwie habe ich keine Nahrung mehr. Weiß gar nicht wieso. Ich weiß nicht, wie viele ich davon tot kriege, aber ich versuche so viel wie möglich mitzunehmen. Danke dir. Irgendwie habe ich keine Nahrung mehr. Ich weiß gar nicht wieso. Die Ritter da mit Furcht und Tadel und waren echt nicht schlecht für ein paar Sekunden. Irgendwie kriegen wir aufs Maul. Du kriegst aufs Maul, ich guck die meiste Zeit nur zu. Sehr gut. Finde ich auch gut, dass du es gut findest. Oh, das sind zwei verschiedene Gegner, die töten sich gerade gegenseitig. Brave Gegner, brave Gegner, brave Gegner. Ach, du hast die nicht in ein Team gepackt? Ich hab zwei in einem Team und zwei in ein anderes Team gepackt. Schlingel. Die töten sich gegenseitig. Brave Gegner, brave Gegner. Weiter so, weiter so. Den Angriff kann ich gerade so abwehren. Wir leben, Wusel. Wir leben. Nicht mehr lange. Ich meine. Wir haben schon im Prinzip hinter uns. Nein. Wir wissen es nur noch nicht. Wieso brennen meine Gebäude? Wieso brennen meine Gebäude? Du wirst da, glaube ich, schon wieder angegriffen. Oh Gott, das... Ich versuche dir mal in den Rücken zu fallen. Ja. Sehr gut, Wusel. Die flüchten. Sehr gut, Wusel. Da kommen schon die Nächsten. Sehr gut, Wusel. Machst du schon.
Wir haben einen Kahn gesehen. Die verhindern gerade, dass meine Burg hier, meine Mauer aufgebaut wird. Das finde ich nicht gut. Ich wollte einen taktischen Vorteil haben. Das kann ich nicht haben, wenn die da abgemuxt werden. Das Engländer? Natürlich sind das Engländer, die tun bei Lisanen aufstellen, aber dass meine Dinger da reinrennen. Warum jetzt immer eine Glocke, dass die ganzen Roffenwohner in die Dingens gehen, die Türme? Also wärst du weiblich, hätte ich mich jetzt weggeschmissen vor Lachen. Ich und meine Glocken, was? Aloha, Sig! Sig? Hat noch einen Namen? Kranke Kennete. Was? Kranke Ente. Achso, kranke Ente! Ich gut Deutsch können, gut lesen können, danke. Ist aber auch wirklich falsch geschrieben, also. wo ist denn... Ich bin blind, ich bin dein Handelsposten nicht. Steht extra abseits. Wo ist dein Handelsposten? Wie kann man pingen? Da, gefunden, danke. Das sind drei Sachen rechts über der Mimpf. Trade Screen is gold, one side trade with the trade force from our players market. Ja, mach mal. Lassen die gegen uns in Ruhe. Hätte ich das sagen sollen? Wohl besser nicht. Ich bin unschuldig. Du bist alles andere, aber nicht unschuldig. Ja. Ich habe die Glocke gefunden. Das heißt jetzt Seek Shelter, die zum Zuflucht suchen. Das ist, wenn du die Dorfbewohner anklickst, dann G drückst. Oje. Ich habe so die schlimme Befürchtung, dass ich gleich einen Krampf in der Kniekehle kriege. Nein! Das Krampf, der ist schon mal da. Fünf Pferde laufen hier gerade zwischen A und B hin und her. Sehr gut. Brav, Pferde. Ich geh mal scouten. Mal sehen, was die Gegner so alles treiben. Tue dies. Sagt er und starb. Was? Das befürchte ich ja. Oh. Was machen die denn da? Die machen meine Holzpalisade kaputt, die Schweine. Jetzt muss ich extra mit meinen Jungs herunterlatschen. Oh, scheiße, ich krieg wirklich einen Krampf in der Kniekehle. Nein. Los, geht mal da rein und dann beballert die mal. Gegner gefunden. Tschüss. Vernichtest du noch? Nein. Ich geh.
Anker bedroht. Anker auf. Kann die Jung hilft euch? Castle Age habe ich. Hallo nicht. Kim. Hallo Kim. Liebes Tagebuch. Ich habe schon lange in Ark nicht mehr Kim vor die Haustür gekackt. Und, liebes Tagebuch, ich glaube, Kim hasst mich dafür. Ja. It's hammer time. Was? Du. Can't touch this. So, jetzt raid ich die mal. Tu das mal. Och du Scheiße, wie viele haben die? Tschüss, ich geh. Wow. Ich hab nicht mit so viel gerechnet. Wieso haben die so viele Wuchs? Bei den Cheaten, weißt du doch. Die sind aber nur Medium. Und wenn die Militärer wären, das ist denen doch egal. Gott. Dun, 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 dun. Das klingt nach mittelalterliches Deutsch und heutigen Schweizerdeutsch. Na? Passt geografisch. Du bist das Heilige Römische Reich. Was ist denn du für eine schöne Kathedrale? Regnitz-Kathedrale. Dazu kann ich nein sagen. Das ist alles nur geklaut. Ejo, ejo. Wieso habe ich gegnerische Speere in meiner Basis? Vielleicht sammelst du die. Nein. Doch, auch. So, jetzt schicke ich mal drei meiner Priester los, in der Hoffnung, dass ich es schaffe, an drei Relikte ranzukommen und sie nach Hause zu bringen. Sehr gut. Verzweifle aber, das die ganzen ist Relikte, du bist Reliktnation. Du brauchst die. Das wäre mir auch egal gewesen, wenn ich es ja nicht gewesen wäre. Ich hätte es trotzdem getan. Du kriegst am meisten Geld von den Relikten von allen Nationen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Irgendwas mit 100 Einheiten war das mit der Kathedrale oder so. Die haben Rammböcke. Na und? Wir haben Chuck Norris. Ja. Cool, der hat's geschafft. Der wird wahrscheinlich gleich sterben. Mein Uwu ist depleted. Nicht mein Uwu. Uhu. Wie kann ich das abreißen? Nein, lasst mich. Ich bin Priester. Ich muss durch. Was macht denn der da schon wieder rein? Ah, eine Festung. Das ist schön.
die Jungherr von Erden. Tick so. Und ich werde so. Die Indwelle. So, mal gucken, ob das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Nein. So, welchen Gegner wollen wir angreifen? Keinen? Okay, dann warten wir noch. Sehr gut. Ich wollte doch nur mal so tun, als wäre ich gefährlich. Was glaubt dir doch niemand? New Age begins. Age of Empires? Was? Eine Routenstellung. Aha, das muss Lidl entwickelt haben. Das ist dann im Prinzip Lidl ausgestattet mit einem Stahlfront-Dietrich. Und damit baut er sich durch jede Wand. Nice. Danach hat er aber Hüftarthrose. Nein. Einen Nachteil gibt's immer. Ich kann keine Gebäude mit meinen Truppen angreifen. Wann krieg ich Feuerpfeile? Was da. Ist das für ein Warum kann ich dieses Gebäude nicht vernichten? Ist das so eine Art Handelszentrum oder was? Was? Kann ich das irgendwie übernehmen? Da, wo ich die Burg gebaut habe, den gehe ich den Weg lang. Das ist mein Opo. Der sammelt Stein für mich. Ach so. Ich hab, ich meine, meine Dorfbewohner können keine Steine sammeln. So. So, ich habe jetzt 3 Relikte gleich zu Hause. Sehr gut. Dann baue ich gerade dort ein Wahrzeichen, was auch gleichzeitig als Palast dienlich sein wird. Mhm. Und daneben baue ich nämlich gleich noch einen Bergfried, dann geht das damit richtig ab. Du bist angegriffen. Lauf, Fusel, lauf! Merk, meine Bogenschützen werden erst ab 4. Zeitalter wirklich gut. Also zum Raiden. Wenigstens kann ich die Dorfbewohner abfacken. Ja, diese Steintürme schießen echt scheiße. Ach, was macht denn der Prälat dort? Was macht denn der Wusel da? Juhich itzlich boy, hogar anha.
та байм уу? Юу хийж эзлэхгүй? Хөрөөлхгүй сайхан бүлгөө. Was los? Ich krieg nicht mehr einen Reliktor da rein. Gibt eine maximale Anzahl, die du reinpacken kannst in deine Gebäude. Ja, ich weiß. Deshalb brauche ich gerade noch eine Kirche. Nice. Du kriegst 400 Gold in einer Minute nur von deinem blöden Relikt. Du weißt immer, dass ich da auf Relikte spiele. Mhm. Deswegen habe ich Relikte-Sieg ausgemacht. Irgendwas mit Käsefüße gesagt, bin ich der Meinung. Okay. Was los? Ich finde es irgendwie schade, dass er so langsam produziert. Wer produziert langsam? Noch das hier, die Ritter da auf Stall. Ja. Produzier mich nicht. Oh, schickedem, schickedem. Die Gegner brauchen hier irgendwas neben mir. Das gefällt mir nicht. Ein Town Center? Wollt ihr mich verarschen? Die haben ein Town Center neben meiner Base gebaut. Die haben Hobbys, merkt man. So, gleich kann ich Belagerungswaffen bauen und dann könnte ich vielleicht schon versuchen, den ersten Platz zu machen. Nice. Ich krieg nur 2 Trilobytes gebaut gerade. Schade. Jetzt sind's 3. Tributches? Wo mein Gebäude, was die Gegenleute heilbar, was du? Das da. Ich glaube, Kim ist ein Ninja Turtle, bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, auch Pizza, Michelangelo. Das ist wirklich ein Internet. Ich will auch Pizza. Lasst euch doch nicht töten, ihr Plebs. Nö. Aber Boss, wir können doch gar nicht anders. Das sind Plebs. Die sind scheiße, die dürfen jetzt Rammen bauen, selber schuld. Wenn sie nichts können, dann machen. Sollen sie halt ihre Siege-Equipment bauen. Pizza Michelangelo. Die Ninja Turtles. Michelangelo hat immer Pizza gewollt. Deswegen Kim. Wenn ein Ninja Turtle ein Pokémon wäre, wäre er dann. Sag nichts falsch. Leomon? Nein. Ich will ihn hauen. Dürfen wir halten. Das, na,
Danke. Das ist dritte. Der dritte muss ich abbrechen. Scheiße. Ich hab ne Ramme. Guck mal, ich hab Ramme. Ich kann Ramme bauen. Ramba Anhalt? Ding. Die Tür ist viel zu schmal, wir kommen durch. Was tust du? Entschuldigung, ich muss hier mal durch. Entschuldigung, mach mal da bitte Platz. Entschuldigung, ich stehe mir im Weg ein bisschen. Entschuldigung, könnt ihr mal? Entschuldigung. So, das könnte jetzt gerade so klappen. Assi Gegner. Bauen sie einfach eine Base neben meiner Base. Sogar zwei Town Center haben die gebaut. Frech. Dafür ramme ich die jetzt weg. Elsbach Palace. Eieie. Ich glaube, ich kann kein weiteres Zeitalter mehr, ne? 4 ist maximal, glaube ich. Ja, bin ich schon. Nice. Smili brauche ich nicht. Crystal Edge Gunpowder habe ich auch nicht. Guck mal, da kommt. Wo sind meine Pferde hin? Die haben meine Pferde getötet. Die ich weiß nur eins, er flüchtet, das finde ich gut. Meine ganzen Pferde sind tot. Die haben meine Pferde getötet, die Schweine. Also die werden da aber echt gut abgemuxt. Ja. Muss ich mal betonen, also so, ne? Und das Tolle ist, die haben mein Ovo ignoriert, gekonnt. Ja, Satan. Wenn du mal mir gehorchen würdest, dann würdest du hinten bleiben, wie ich es gesagt habe. A new Khan rise. Wo ist mein Khan? Usel kriegt die Krise. Ja, weil die nicht zuhören, die Säcke. Ja. Wenn alle erschossen. Nein, nicht Tobi erschießen. Ja, der wird ausnahmsweise geköpft nur. Ja. Was? Ich hab heute meinen großzügigen. Spielst du schon wieder Fußball mit ihm? Du musst schießen und köpfen. Ich bin froh, dass ich keinen Fallrückzieher mache. Hammer. Ja.
Was brauche ich noch? Join the Mongolen side of life. Join the Mongolen side of life. So, ums Gegner raiden. Also bei eins muss ich mich bei dir noch bedanken, Kuni. Oh oh. Bin entschuldigt. Als du mit mir Age of Empire 3 gespielt hast, so massiv. Ja. Habe ich anscheinend wohl das Spiel schneller gelernt, als ich gedacht habe. Sehr gut. Ist aber auch das einfachste von den Age of Empires. Aber ist schön. Ja, aber ich hatte damit schon immer früher Probleme. Mach ich doch gerne. Ich mag das Spiel. Es ist einfach, weil Ressourcen. Man braucht keine Ressourcen, weil du kannst einfach Leute, deine Villager quer über die Map schicken und sammeln. Ja. So, ich habe jetzt hier ein gegnerisches Dorfzentrum. Kann ich das jetzt irgendwie konvertieren oder sonstiges? Weiß ich nicht. Versuch's. Weil da gehen die HP nicht richtig auf Null. Was macht denn der Wut? Die haben Elefanten! Ein uralter Wahnsinn. Und ich meine jetzt nicht die Bäume Fangos. Die haben Elefanten, Olifanten. Ja. Versuch den Elefanten zum Lachen zu bringen, dass er umkippt. Die Olifanten sind da. Heißt einer im Chat Olli? Dann hat Kuni ihn gerade beleidigt als Elefant. Nicht den Olli. Was macht denn der Wusser da drüben? Mit deinen Trebuchets. Mein Ovo ist leer. Gibt es irgendwo noch einen Stein vorkommen, damit ich mein Ovo draufsetzen kann? Ich glaube eher nicht. Schade. Zumindest nicht da, wo wir es vermuten würden. Ich brauche ein paar Trebuchets. Ja, aber warum gibt der Gegner hier nicht auf? Weiß ich nicht. Was du schon angestellt hast. Ach, da ist auch noch was. Ach, da sind auch noch welche. Lies wegen muchas gracias. Por follow. Espero que se sienta. Wieso haben die Katapulte? Ich mag das nicht. Wieso haben die Kanonen? Die haben auch mit Katzen. Die haben Kanonenboote. Die haben Priester. Schweinepriester. Ich mag die Gegner nicht. Ich glaube, mich mögen sie auch nicht, aber das interessiert mich nicht. Ja.
ясаж байна м. Уугларда тушаад иртэл бэл. Одоо үнийг барьсуу. Algo mejor, gracias. Espero que te encuentres bien. Yo, más o menos por el clima. Was ist los? Nix, se compran. Schön. Hafermilie-Infanterie, ich benutze keine Infanterie. Das ist ein Bogenschuss, nicht vielleicht. Ich muss hier Platz am O machen. Wann gibt er denn endlich auf? Und sein Team ab? Oder ist der schon platt? Sein Team hat aufgeguckt. Ich sehe nichts. Also, ich sehe noch, dass er drin ist, glaube ich. Das ist interessant. So, dann rücken wir mal vor. Gönn dir. No, si fuera calor, estuviera super. No, a mí la humedad, cuando llueve, me pongo mal. Hat mich Kuni gerade Saftsack genannt? Natürlich. Habe ich das genau gehört? Natürlich. Was auch sonst? Früher wärst du total entsetzt gewesen, wenn ich das gesagt hätte. Ja. Da hast du dir aber auch schon ganz schön Haare unter den Achseln angesammelt. Oh Gott. Das brauche ich. Kuni. Hm? Zu viel Geld. Zu viel Geld. Die Relikte sind einfach zu gut. Sehr gut. Ich brauche mehr. Sí, pero yo tampoco. Yo tengo a mí lo que me hace mejor. Calor seco. Aquí en la Ciudad de México hasta hoy llueve. So, entziffern. Ich habe so viele Karawanen bei dir und trotzdem habe ich Geldprobleme. Das ist toll. Also sein Haupthaus ist da gleich weg. Seine. Ich habe da so eine ganz kleine Belagerung vielleicht gerade am Laufen. Vielleicht. Ja, sowas ganz Kleines halt, ne? Verstehe ich, so, da kann man, verstehe ich total. Oder? Jack will Nasskrill. Wie, du willst kein Norde schreiben? Sag Ingen Forster weg. Das ist Zeit, verstehe ich nicht. Muchas gracias. Pues, normalmente streameo en inglés. Los viernes siempre en alemán. Y yo no soy así que me gusta hacer un anuncio, por eso. Cuando, cada vez que vienen me da mucho gusto. Meine ganze Arme ist am Arsch. Toll. Wusel, die sind böse. Deine Arme im Arsch. Ja, meine Arme sind im Arsch, was? Zieh sie raus. Check das. Zieh sie raus.
Rate of Fire. Doppelt hält besser. Sehr gut. Kavallerie. Aber vergiss nicht, ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen. Was? Ja. Oh, die Olifanten kommen auf mich zu. Sehr gut. Warum greifen die jetzt nicht mit den Olifanten mich an? Weisheit mit Reggie. Ja. Ich glaube, ich werde noch ein, zwei, drei Priester dorthin schicken. Nicht die Schweinepriester. Na, die auch. Hat schon wer aufgegeben? Nö. Ich verstehe nicht, warum der eine nicht aufgibt. Ich weiß, ich habe ihn eigentlich das Wichtigste zerrotzt, aber ja. Ich lache, wenn er hier mittig irgendwas aufgebaut hat. Das würde mich nicht wundern. Ich krieg auch so mal. Ich krieg so. Na komm, erforschen wir alles, was soll's. Okay, muchísimas gracias. Mucho, mucho gracias. Y mucho éxito. So, oder? Muchas? War das nicht im Pokémon? Schmerzen. Der baut hier gerade wieder alles auf. Feuert! So geil. Was ist der nicht? Eine Fernkämpfer da schießt jetzt ganze Zeit die Priester an. Mhm. Die heilen sich einfach gegenseitig. Die unendliche Geschichte wurde erschaffen. Ja. A never ending story. Zu spät, wie immer. Das Piratenpack. Eine gute Frage, Kim. Schaden wird's nicht. Oder du sagst mir, was ich hier setzen soll, dann kann ich hier setzen. Hm? Ich sag Kim, dass ich für ihn übersetzen kann, wenn er was wissen will. Das war das Heilhaus. Nein. Schade, dass meine nicht bekehren können. Das wäre cool. Das wären aber 80% der Zuschauer. Tja, ich würde gerne wissen, was ich falsch mache, dass ich... Dass sie noch leben? Ja. Weiß auch nicht. Sehen wir dann. Ich komme mit meiner Belagerung nicht weiter. Die sind böse zu mir. Meine Blacksmith da, Damage. Ich glaube, ich werde mal zwei, drei Kundschafter bauen und die mal mit in die Gruppen reinpacken. Da haben wir ein bisschen höheren Sichtradius. Mhm. Vielleicht hilft das ja.
Ich habe nur 4300 Gold. Aber 12.000 Holz. 10.000 Nahrung. Brav, ihr Drehbuchschiefs. Die Elefanten. Ich muss mich in die Nation reinfuchsen. Ich weiß nicht, was ich falsch mit den Mongolen mache. Einmal alles und das in der Reihenfolge. Arme Tonne. Ah, guck mal. Da hat er doch noch eine kleine Armee. Gleich nicht mehr. Wie läuft's gegen die Elefanten? Die Elefanten haben meine ganze Armee kaputt gemacht. Die Elefanten sind böse. Das ist ja nichts Neues. Dumbo ist böse. Das ist dumm und böse zu mir. Ich habe keine Steine mehr. Das ist nicht gut. Okay, die sind doof und sind zu deiner Burg gerannt. Ich schick dir gleich mal was Schönes, wenn es soweit ist. Okay. Die haben meine Kartoffeln immer noch getötet. Ja, deine Bogen haben endlich was zu tun. Das sind nicht Mongolen. Ich weiß nicht, wieso du den Town Center nicht zerstören. Das finde ich sehr weird. Ich kann es auch nicht kapern oder irgendwie. I don't understand. Kapern habe ich auch nicht. Oh. Ich kapiere es nicht. Ich auch nicht. Gut, sind wir schon mal zwei, die es nicht kapieren. Gibt es noch einen dritten, der es hier nicht kapiert? Bitte alle melden. Ja. Das ist eine schöne Stadt. Oh, ich weiß, aber normal reicht das ja, die zu zerstören, aber irgendwas stimmt da nicht. Hmm.
Also wenn ich richtig liege, müsste ich alles erforscht haben. Nice. Brauchst du irgendwas? Wie viel Futter hast du? 11.000. Gib mir mal ein bisschen. Gott, die Olifanten kommen schon wieder. Guck dir das an! Ich krieg aufs Machen. Bitte schön. Dankeschön, ich krieg aufs Machen. Gesehen, wie viel ich dir gesendet habe? 7.000, oh Gott, danke. Krieg trotzdem aufs Machen. Ach Quark, du schlägst jetzt zurück. Ach du Kack. Rückzug, zieht euch zu Regis Bogen zurück, Rückzug. Zieht euch zu Regis Bogen zurück, Rückzug. Uff. Uff, uff. Kapern können. Was ist das hier? Was? Geweihte Städte? Muss ich die mit Heiligen einnehmen oder wie? Ja, glaub schon. Oder, ja, ich glaube. Und den Handelsposten hier in der Mitte? Das ist, wenn du keine Teammates hast, dann kannst du damit handeln, glaube ich. Achso. Ich glaube, ich habe ein Problem. Hm. Ach doch. Du hast schon mal auf meine Basis geguckt. Uff. Jetzt hat er es gesehen. Ja, ich glaube, du hast wirklich ein Problem. Ja, sag ich doch. Werbeunterbrechung läuft. Ach du Gott. Der Khan heißt beim Kill. Echt der Khan. Genghis Khan. Mach mal was, was mich im Notfall vielleicht retten könnte, falls ich wirklich reinkacke. Helms Clan wird verteidigt werden. Ja. Cool, ich habe meine komplette Armee verloren. Du auch? Wir sind Profis, oder? Ja. Aber mehr mit der Bezeichnung Vieh. Das, was ich dir eigentlich schicken wollte, werde ich dann wohl mal selbst behalten müssen. Mhm. Guck mal, hier haben Trebuchets. Guck mal, die haben Trebuchets. Uff. Wieso sind Elefanten so gut? Und Jung Khan Rice ist ja Khan, ich glaube, wir haben andere Probleme. Da ist ein Wusel. Wusel, 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 Wusel. Dein Angriff boostet. Das macht immer Schaden, hoffe ich. Also seine Elefanten werden schnell weniger. Mhm. Und die fliehen. So, Elefanten sind tot. Ja.
Nein, ich habe nicht aus Schiss mich in deine Base zurückverzogen. Nein, gar nicht. Och, ach du. Nein, gar nicht. Wie du hast. Ally Undertale, ja, Wusel wird jetzt angegriffen. Du wirst angegriffen. Ich was? Guck mal, die haben irgendeine Kanone. So, wir haben nur noch 3 Prälaten drunter. Was macht denn der Wusel da unten? Nice. Deine Knarrentypen können im Laufen schießen. Nice. Manchmal. Da fällt der Olifant um. Ich finde es nicht toll, dass deine Gegner nicht aufgibt. Oder die beiden da. Ich lache, wenn die irgendwas im Wasser haben und deswegen. Aber ich verstehe es auch nicht. Wie
Da. Oh, schon wieder die komplette Armee verloren. Nein. Die Kanone von denen da hinten tut deine Kanonen zerschmettern irgendwie. Die springen halt dahin. Boom. Langsam wird es anstrengend. Also auch vom Rücken, ja. Nein. Nicht der Rücken. Das ist entspannt. Das ist doch immer der Rücken. Ja. Die Cell. So, da. Oh. Die faule Bauer. Aber ich glaube, den kriegen wir nicht platt. Den Türken? Den Elefant? Ja. Nicht, wenn wir das irgendwie zusammen richtig immer koordinieren. Mhm. Was provozieren wir die mal? Provozier mich nicht. Gut. So. So, jetzt schießen wir blind. Mhm. In der Hoffnung, dass es klappt und reicht. Bisschen gemacht für dich. Gut. Wohin wollen die denn? Schlaf schön, Lupi. Gute Nacht, Lupi. Zorara,
Schafe, wir brauchen ein Schafe. Du brauchst wirklich Schafe? Nein. Bald brauche ich mehr Schafe. Ich schick dir meine rüber. Wie du magst, sie macht gerade ganz viele Schafherden. Such sie jedenfalls. Ich denke, wir haben das Haupthaus da schon abgerissen. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Jetzt kommen die anderen Plebs wieder an. Ich schick mal einen kleinen Trupp zum Scouten darunter. Also ich verstehe nicht, wieso die nicht aufgegeben haben. Du wirst angegriffen? Aber es sieht so aus, als könnte das der Turm ohne, also die Bogen ohne Probleme stemmen. Noch ja. Mongolischen Dorfbewohner gefunden. Was machen die? Aber vielleicht haben die schon aufgegeben, weil die Dorfbewohner stehen nur blöd rum. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Da schießt eine dicke Kanone auf meine Burg. Hey. Nicht der dicke Oschi. Und du weißt, dass wir auch mal wieder zu... Northgard! Das haben wir vorhin schon festgestellt. Dorfzentren macht man mehr Dorfbewohner. Du machst mehr Karren. Ja. So bauen die Plebs nicht weiter. Wieso? Was hier doch? Der greift dich gleich mit Elefanten wieder an. Ich hab grad Kanonen noch, die mir auf die Fresse gehen. Gewählt ihn. Wieso haben die? Das ist ein böse. Los. Kutsch, kutsch, kutsch. Gegner sind böse zu mir. Wie immer. Da.
Hilfe, 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 ich hab hier nichts mehr. Ey, ey, wo bist denn du? Da hin. Ich hab vergessen nachzuproduzieren. Fuck. Schafe, wir brauchen Schafe. Machen wir mal mehr Stelle. Und das Schnakenstich juckt die ganze Zeit. Welche Schnacke kommt auf die Idee in der Handfläche? Ja, mach ich. Ich komme so spärlich nur voran. Dito. Drück den Stich aus. Oh. Population Coverage, du mich auch. Oder da wäre ich, wünschte ich, da wäre ich dran. Zählen die Schafe als Population? Ich glaube nicht, zum Glück. Das kann ich dir beim besten Willen nicht beantworten. Ja, toll. Elefanten. Ich die Elefanten schon wieder. Tja, alles verloren. Nicht schon wieder. Ja. Weil immer wenn ich deine Armee brauche, ist sie nicht da. Welche Armee? Die ist putt. Die alles andere auch. Die sind alle putt. Ja, wollen wir aufgeben? Ja, auch ein neues Match. Oder irgendwie Rücken. Eher aufhören wegen okay. Rücken. Ja. Ich will sehen. Und dann geben wir uns beim nächsten Mal richtig Mühe. Aber Mühe haben wir uns gegeben, aber irgendwie Gegner auch. Ja. Wie gesagt, ich hätte es ja erstmal auf einfach gemacht, damit man richtig in das Spiel reinfindet. Nee, okay, Schluss heute. Ich habe 3 Stunden geschlafen, wo ist halt Rücken? Und ich habe Familie. Ja. Familien. Ja. Ist dein kleiner Bruder immer noch so nervig? Natürlich. Es gibt Sachen, die ändern sich einfach nicht. Also erstmal Kuni Men, weil er hat als erstes aufgegeben. Mhm. Alter, der Gute warst du. Zornig. Ich war Durchschnitt. Genauso wie der blaue mittlere und der gelbe, die beiden, mit denen ich mich. Nee, halt, grün und violett habe ich mich geprügelt. Also. Cheats verwendet? What? Wer hat Cheats verwendet?
Also, ist eine Legende. Ja. Schön, dass man Leute exposen kann. Also eigentlich hättest du alles holen müssen. Ich hatte die beste Economy, du hattest den besten Total Score. Military warst du eigentlich mit dem einen gleich auf. Technology warst du auf dem ersten. Kill, du hast die meisten Kills. Ich habe die meisten die zweitmeisten Verluste. Uff. Economy, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was wir falsch gemacht haben. Ich auch nicht. Ich übe noch heute. Kim, ich habe gestern den ganzen Tag geschlafen. Deswegen, ich habe die ganze Woche geschlafen. Jeden Tag 15 bis 20 Stunden. Lunge, bäh. Kuni schläft zu viel. So, hier kann man EP bekommen. Ja, ich weiß nicht für was, aber ja, man kann Erfahrung, warte, Notifications, accept your friend request, ja, nice. Ich habe keine Ahnung, was man mit der IP machen kann. Wäre echt eigentlich mal interessant zu wissen. Man levelt ab, aber was bringt Level up? Blackjack unten? Ja. Wir haben am 5.5.22 gespielt. Ich hatte gesagt, länger als ein Jahr. Das ist so. Am 5.5. Du bist aber echt schlecht geworden, muss ich auch mal sagen, nicht? Ja. Letztes Mal haben wir. Von Anfang an scheiße. Wir haben wie letztes Mal auf den gleichen Einstellungen gewonnen. Das kann ja gar nicht sein. Würde ich mich ja nicht dran erinnern. Auf derselben Map. So. Sehen wir, wo man hinraden kann. Ich guck da mal, glaube ich. Ich glaube, wenn ich wieder Glück habe, habe ich Just Vivi. Nee, Kuni, cool. Ich hab zu viele. Die meisten sind spanisch oder englischsprachig. Zu Jesus. Komm, machen wir es so einfach, wie es geht. Verteilt euch, wo ihr hin wollt. Ich schicke sie zu Luki. Ki? Kaluki. Kaluki. Finde ich nicht. Kann ich empfehlen. Warte. Na, gib mir mal den Namen. Ich frus bei mir im Chat. Ich frus bei dir im Chat. Slash Raid Kaluki. So. Slash Raid Kaluki. Ich mute dich dann wie immer. Bis gleich. Jo. Vielen, 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 vielen lieben Dank für den Stream wie immer. Thank you very much. Gracias. Ich wünsche euch einen wunderschönen Ich wünsche euch einen wunderbaren Start ins Wochenende. Tobi, vielen lieben Dank fürs Eskalieren mit den Subs. Ja. Sollten mindestens zwei neue Emote-Slots haben. So, ich wünsche euch dann viel Spaß bei der Kaluki. Und bis bald.